Herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 26. Sie hörten die Boyband des SVW in Wiesbaden mit ihrer Hommage an Sonja Riegel. Hallo Sonja. Ach, um Gottes Willen, was sage ich denn jetzt? Hallo Gunnar. So, jetzt hast du uns diesen Song hier eingebrockt, da kriegst du ihn auch um die Ohren. Recht so, recht so. Genau. Ja, Sommerpause ist gut wie vorbei. Wir sind schon ein bisschen aufgeregt, würde ich sagen. Ja, sehr. Also ich zumindest. Sehr, aber wir müssen, glaube ich, noch erzählen, warum hier einer fehlt. Ja, Michael ist noch im Urlaub, im wohlverdienten Urlaub natürlich noch. Grüße an dieser Stelle. Wir sind heute nur zu zweit. Faule Sau. Ja, aber wir haben ja hier auch sommerliche Temperaturen bei dir. Absolut. In Sonjas Küche bei angenehmen, weiß ich nicht, was haben wir hier, 48 Grad circa? So. Ja, es dürfte noch ein bisschen steigen, während wir aufnehmen. Genau. Möglicherweise animiert uns das ja, uns etwas kürzer zu fassen, aber ich möchte es nicht versprechen. Was haben wir heute vor? Ja, wir besprechen noch so ein bisschen, was sich noch am Kader getan hat. Wir sprechen über die kommenden Spiele. Es gibt jetzt einen Spielplan und auch schon eine ganze Reihe jetzt an fixen Terminen. Ja, und ansonsten haben wir natürlich auch noch das eine oder andere bunte Thema mitgebracht, aber wir fangen doch wie üblich an mit Sonjas Ausflügen in die weite Welt. Wo warst du unterwegs? Also ich war bei drei SVW-Testspielen, da werden wir noch drüber reden gleich an anderer Stelle, okay, in unserer normalen Rubrik. Mhm. Drei andere Sachen habe ich noch gesehen. Ich war in Neuruppin. Wo liegt das, Gunnar? Neuruppin in Meckpomm? Nein, das ist Brandenburg, das ist nicht weit weg von Berlin. Ah, okay. Das habe ich jetzt verwechselt. Dementsprechend hat er die Hertha gespielt. Okay. Zu einem Testspiel. Das ist ja auch ganz sympathisch. Hertha hat er irgendwie fürs Trainingslager aufgeschlagen. Ich bin ja immer noch so ein Fan von Teams, die ihre Trainingslager dann auch nicht unbedingt in China, in den USA oder in Katar machen, sondern die da einfach mal schön sich irgendwo einen Berg in der Nähe suchen, dem sie die ganze Zeit hoch und runter laufen können. Ja, wobei in Brandenburg wirst du nicht viele Berge finden, glaube ich. Ne? Ach, aber irgendwo werden die schon durchgejagt worden sein. Ja. Nee, jedenfalls haben die dann ein Testspiel gemacht, da gegen den heimischen Verein. Am nächsten Tag hatten sie, glaube ich, noch Dukla Prag oder so dazu Gast. Also haben sich einfach auf die Anlage dann mehrere Testspiele gelegt. Okay. Und das Spiel ist 9-1 dann für die Hertha ausgegangen. Einfach so ein, was ist Neuruppin, was spielen lockerer die Kick. Die sind, glaube ich, Fünfte. Doch, oh, das ist schon recht deutlich dann, ne? Oder Sechste, was auch immer. Jedenfalls unter dem Radar, was ich eigentlich sonst so habe. Mhm. Ja. Genau, und wo ich dann schon mal in der Gegend war, bin ich mal wieder bei Babelsberg gewesen. Das immer schön. Kein neuer Ground für mich, aber immer wieder nett und sympathisch, gerade auch mit dieser Nazis raus aus den Stadien-Geschichte. Mhm. Geht man da ja noch ein bisschen lieber hin, finde genau ich. Und das war so ein Wohlfühltestkick gegen TB. Okay. Also haben sich Gäste aus. Fast ein Derby. Sozusagen. War auch irgendwie nett was los und TB-Grüppchen war auch dabei, haben schöne Lieder gesungen, die ich sonst noch nicht so aus dem Stadion kannte. Okay. 3-1 ist es ausgegangen dann für Babelsberg und war dann auch eine super nette Atmosphäre. Das war jetzt aber auch noch Vorbereitungsspiel. Ja, ja, genau. Die sind ja auch in unterschiedlichen Ligen. Also Babelsberg ist ja Regionalliga und TB ist eins drunter. Okay. Ja, das war irgendwie nett. Also die verstehen sich ja auch. Ich meine, TB ist ja auch einer von den guten Vereinen. Bei denen ging ja, glaube ich, diese Initiative los gegen Homophobie im Stadion. Ah, ja, stimmt, die haben richtig mit den Regenbogenfahnen. Genau, ja. Gab es ja schon früh, ja, genau. Also da sind ja dann die richtigen beieinander. Selbst ich saß dann auf der Haupttribüne und selbst da die Rentner, das Maximale an Konflikt war irgendwie, dass der eine vor sich hin so, TB haben nochmal Zweite gespielt und dann drehte sich ein anderer Rentner um. Erste haben wir hier gespielt, wir haben auch Erste hier gespielt. Und das war's dann auch. Da habe ich mir gedacht, es wäre geil, wenn TB vielleicht mal so einen Podcast starten könnte, so Erste haben wir auch hier gespielt oder so. Das wäre so ein schöner Komplementär-Podcast zu unserem, ne? Ah, okay. So, wir haben auch Erste hier gespielt. TB? Ach so, ja klar, die haben ja diese legendäre Song damals, ne? Nein, das war Tasmania. Ach, das wenn war du da, wenn du, wenn du da drauf irgendwie. Ich glaub, wann war denn TB mal in den ersten? Waren die auch in den 70ern wahrscheinlich? Ja, ich glaube, in den 70ern immer jeweils zweimal eine Saison, okay, wenn ich das richtig nachgelesen hatte. Aber also man hätte diesen Rentner fragen können, der hätte wahrscheinlich viel davon erzählen können. Ja, der war dabei. Habe ich dann aber doch nicht gemacht. Die hatten ja irgendwie so, wann war das, so in den Nullerjahren oder irgendwas, da haben die doch mal richtig viel Geld ausgegeben, da hatten die doch so einen dubiosen Investor da irgendwie oder Gönner.
War das diese Göttinger Gruppe oder sowas, die da richtig viel Geld reingebuttert hatten? Und dann hier mit Winnie Schäfer als Trainer und Ja, so. mag sein. Aber dann Der vor war ein doch. paar Jahren sind ja dann sind Ja, die ja sind komplett gestolpert ja, und genau, das Insolvenz ist. und so. Ja. Aber mag ich sehr gerne. Mag Okay. jetzt noch lieber als vorher. Zumal sie dann auch, sie haben dann auch angefangen mit Anti-Seehofer-Plakaten und Rufen und so. Ja. Das kann man ja auch nur unterstützen eigentlich als normaler Mensch. Genau, das dritte Spiel, was ich gesehen habe, ist ein bisschen lustig. Huddersfield gegen Dynamo Dresden. Wo war das? Wo würdest du so ein Spiel stattfinden lassen? Ja, ich habe es dann tatsächlich bei dir gelesen, oder nein, bei einem von unseren geschätzten Groundhopper-Kollegen. Grüße an dieser Stelle an Robert, der auch häufig bei uns in der Britta-Arena zu sehen ist. Bei dem habe ich es dann gesehen, ich glaube, das war irgendwo in Mainz, ne? Nein, die haben in Rüsselsheim Ach, gespielt. Rüsselsheim, genau, Rüsselsheim, Also ja. Huddersfield hatte irgendwie so sein Trainingslager ja hier in der Region aufgeschlagen. Die haben, glaube ich, auch noch jetzt am Wochenende in Darmstadt gespielt. Okay. Und Dynamo scheinbar auch irgendwo hier in der Gegend gewesen. Haben die sich halt in Rüsselsheim da irgendwie verabredet. Und da musste ich dann irgendwie auch hin, weil ich, das ist der Ground, bei dem ich noch die Nummer 1 in der Groundhopper-App habe. Ja, mit Den fünf Versuchen oder muss ich was? verteidigen. Ja. Ich war da tatsächlich schon ein paar Mal, hab da auch schon den SVW-Spielen sehen in irgendwelchen ominösen Testkicks. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, deswegen bin ich dahinter. Da kamen auch viel mehr Zuschauer, als sie gedacht Auf haben. welcher Anlage war das noch, Rüsselsheim? Am Sommerdamm. Sommerdamm. Das ist aber nicht da, wo diese, wie heißen die, SC Opel oder sowas spielt. Genau, Doch, ist das die das? spielen da, ja. Ah, da war ich schon mal nebendran in der Vereinsgaststätte. Siehst du, immerhin. Das ist ein Grieche, glaube ich. Da war ich jetzt nicht. Da muss ich das nächste Mal dann auch hin. Aber das war total viel los. Also die haben dann auch irgendwann sich per Stadionsprecher entschuldigt für die langen Schlangen am Bierstand, weil so viel los war. Haben wir nicht mit gerechnet, tut uns Okay. leid und so. Und das Spiel war unterirdisch. Es ist 0 zu 0 ausgegangen. Es war fast nichts irgendwie in den Strafräumen. So am Ende hat das fiel dann nochmal so ein paar Chancen, aber das war wirklich in den letzten 10 Minuten. Und davor war das eigentlich, also es war, man würde ja fast sagen, eine Frechheit. Das vor Zuschauern Okay. und aber es war auch irgendwie traurig, so von beiden Seiten, dass sie da nichts hingekriegt haben. Aber mein persönliches Highlight war, als ich hingelaufen bin, liefen vor mir zwei Dynamo-Fans und die hatten so Rückenflocks, scheinbar personalisierte, wie man sich das so macht, wie du ja auch zum Beispiel einen hast, Ja. gell? Und der eine hieß oder hatte da drauf stehen Ossi-Kartoffel Ossi-Kartoffel, okay. und der andere Schrottke. Schrottke war. Und da dachte ich mir so, geil, stell dir mal vor, die beiden als Comedy-Duo mit den Namen. Ja, könnte gehen, ja. Ja, und genau das habe ich dann getwittert und kriege ein paar Stunden später auf Instagram eine Nachricht. Hallo, ich bin die Ossi-Kartoffel. Großartig. Und habe ihn dann gefragt, ob er den Schrottgetypen kannte oder ob der nur so zufällig neben ihm gelaufen ist. Nee, er kennt den. Und da habe ich vorgeschlagen, so macht mal was zusammen. Dann kam aber leider keine Antwort mehr. Aber vielleicht Aber kann das solltest du man. im Auge Ja, ich behalten. glaube, da geht was. Also so Also, werde ich ins Management-Business einsteigen. ja. Hab sicherheitshalber nachgeguckt, ob Schrottke nicht irgendwie so eine Dynamo-Legende aus den 60ern ist oder so. Ach Aber so. weiß man ja als Wessi-Schwein nie so genau, wer da jetzt irgendwie mal legendärer Vorstopper war. Ja. Aber wohl nicht. Also die scheinen mit den beiden Namen so, haben sie schon ein Trademark für sich. Okay. Ich glaube, da geht was. Ich habe jetzt Freunde aus Dresden, das ist schön. Nö, du, aus die Kann Kartoffel, du. Ja, was ist los, Einem nur helfen. Ja, super, ne? Schrottke? Du kannst es dir auch schon vorstellen. Irgendwie. Ja, da könnte man echt was draus machen, Ja, ja. also ich hoffe, dass sie mitziehen. Das wird gut. Ja, war das Spiel doch noch für irgendwas gut. Okay, irgendwas zieht man immer raus, ne? Genau. Ja, schön. Ich habe leider nichts zu bieten, was mich, ja, Eieiei. ich bedauere das sehr. Ich hatte ja ein bisschen drauf spekuliert, dass im Urlaub irgendwas klappt. Ich hatte es ja beim letzten Mal erzählt, wir waren in Japan, aber das hat nicht hingehauen. Den weiten Weg und dann kein Ground mitgenommen. Ja, Es und tut den mir im Länderpunkt, Herzen weh. den hätte ich auch total gern gehabt, ne? Da kommt man ja nicht jedes Jahr vorbei. Aber das hat mit unserer Reiseroute nicht gepasst, dass wir an einem Wochenende da waren, wo eine Stadt mit Heimspiel dann auch noch war. Also es wäre sowieso höchstens zweite Liga gewesen. Die erste hat ja auch wegen der WM pausiert. Ach so, WM. Wollen wir noch über die WM sprechen? Oder Ja, können wir das abhaken? dann erzähl mal, was du mir über die WM erzählen Ich willst. kann eigentlich fast nichts erzählen. Ich habe das erste Spiel der Deutschen noch zu Hause geschaut. Das zweite, da waren wir gerade in Japan angekommen. Da war ich zum Glück noch mit der Zeitumstellung noch so ein bisschen beschäftigt, dass ich dann irgendwie nachts um 3 Ortszeit
zwar nicht wach war, aber mit dem Wecker schnell wieder wach war. Und dann habe ich das tatsächlich dann auf dem Handy geschaut. Gott. War auch traurig, oder? Nö, das war immerhin noch das mit dem Großtor am Schluss gegen Schweden. Und das andere habe ich dann in einer Hotelbar gesehen da waren Mexikaner und Südkoreaner und schön, alle dabei. Und alle waren sie dabei und es war eigentlich ganz lustig. Und ja. Ich war dann eigentlich nicht so böse drum, dass die Deutschen dann raus sind, weil sonst hätte ich mir noch mehr Nächte um die Ohren schlagen müssen. Irgendwie, das ist ja dann da zu unmöglichen Uhrzeiten. Von daher habe ich dann von der Rest der WM, bis zum Endspiel, da war ich wieder daheim. Das habe ich dann noch gesehen, aber den Rest habe ich nichts gesehen. Also, so wenig WM habe ich noch nie gesehen, glaube ich, seit 1982. Bei mir war es eher so, dass ich dann geguckt habe, also oder ich hatte es so nebenbei laufen, aber ich habe jetzt sehr wenig emotionale Aktien generell in so einer WM in der deutschen Nationalmannschaft auch nicht. Die geht mir auch ziemlich am Arsch vorbei. Ja, ich an sich mag ich es ja ganz gern. Okay, jetzt haben wir gerade ein paar andere Themen, das macht es ein bisschen schwierig, aber an sich gucke ich mir das schon gern an. Aber es ist halt so, wenn Fußball läuft, gucke ich es, aber meine Güte. Ich hatte jetzt auch keine Ambition, das jetzt irgendwie plakativ zu boykottieren oder irgendwas, weil es in Russland ist. Nee, das also ist wenn ich zu Hause gewesen wäre, hätte ich sicherlich mehr geguckt. Aber so war es jetzt auch nicht schlimm. Ich habe ein Tippspiel gegen die Ex-Kollegen gewonnen, das muss reichen. Ja, ich bin in meinem Firmentippspiel grandios abgeschmiert. Die meisten Punkte habe ich natürlich in der K.O.-Runde, weil die habe ich einfach blind getippt. Weil also hast du vorab getippt? Ja, ich habe vorab immer komplett das ganze Turnier durchgetippt und dann stimmten natürlich dann irgendwie, ich glaube, in der K.O.-Runde kein einziges Spiel mehr. Ja, weil die Konstellation dann nicht mehr gestimmt genau. hat. Genau, und dementsprechend habe ich da natürlich mehr Punkte gemacht, das ist ja klar. Ja, ich habe schön vorm Turnier auf Frankreich getippt, das hat mir dann am Ende den letzten Boost gegeben. Ja. Auf die habe ich zwar nicht getippt, aber gewettet und das hat mir, glaube ich, noch, weiß ich nicht, 150 Steine gebracht. Ja, nicht schlecht, aber hat die WM doch irgendwie was gebracht. Ja. Also schön die Dauerkarte finanziert für den SVW. Richtig, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, stimmt. Und noch 5 Euro übrig für die Stelle. Läuft. Was wollte ich noch zur WM sagen? Ich glaube, zur WM nichts mehr. Achso, von meinem Urlaub, genau. Ja, wir waren zum Schluss, wir sind über Hongkong zurückgeflogen und waren da noch eine Nacht. Und dann habe ich ja mal geschaut, ob es da vielleicht ja zufälligerweise was gibt. Ich weiß gar nicht, gibt es in Hongkong eine Liga wahrscheinlich? Ja, die Groundhopper-App wird dir helfen dabei. Ja, die hat mir für Hongkong leider nichts ausgespuckt. Aber es wäre in, weiß ich nicht, gerade mal 20 Kilometer Entfernung in Shenzhen, das ist dann schon Mainland China, da hätte es ein Heimspiel gegeben. Und da habe ich auch gedacht, irgendwie, da gibt's normalerweise, also Hongkong brauchst du ja kein Visum als Tourist, für China schon. Es gibt für dieses Shenzhen, das ist aber auch irgendwie so eine Sonderregion, da gibt es so eins, was du bei Eintritt kriegst irgendwie, aber da hätte man da auch da irgendwie hinfahren müssen, das wäre dann auch nicht ganz unaufwendig gewesen. Und dieses Visum, das kostet dann, weiß nicht, ich glaube dann auch irgendwie 30 Euro oder sonst irgendwas, das war mir dann irgendwie auch ein bisschen viel für einen Kick, zu dem ich ja dann auch noch hinterher fahren müssen und Eintrittskarte und so weiter. Und wie gesagt, wir waren eh dann nur die eine Nacht da, dann war mir das alles zu aufwendig. Ja, da fehlt mir noch so ein bisschen das Engagement bei dir. Ja, das gebe ich zu, ja. Also, man hätte eigentlich auch die ganze Route anders planen müssen, ja, dann hätte ich vielleicht sogar 2 Spiele. Das kommt noch dazu, ja. Nie die Planung aus der Hand geben für sowas. Ja, das muss ich familienintern nochmal diskutieren. Ja. Ja. Wie. Wenn meine Frau das jetzt hört, dann kriege ich einen auf den Deckel. Dann legen wir dir hier so eine Matratze in die Küche. Können wir auch öfter aufnehmen. Ja, nee, ich glaube, das lassen wir es dabei. Genau. Wo ich auch einen auf den Deckel kriege. Nein, um Gottes Willen. Aber reden wir doch mal hier über die erstmal über die letzten Spiele, was wir so hatten. Warte mal, ich mache mir mal gerade hier so eine Kapitelmarke. Kapitelmarke, habe ich jetzt eine? Wieso geht das nicht? Die Technik. Naja, irgendwie neue Version hier von dem Ultraschall. Irgendwie sind wir noch gar nicht so weit, wie du die Marke setzen wolltest. Ja, genau, jetzt, da ist sie. Naja, das kriegen wir schon wieder hin. Okay, also über die letzten Spiele. Es gab eine Reihe an Testspielen. Testspiele, genau. Ich habe bis jetzt auf das letzte, was so diese offizielle Saisoneröffnung dann ja ist, mit dem Fanfest und so weiter, habe ich natürlich keins gesehen, aber du warst bei mehreren. Ich habe die ersten beiden gesehen. Und natürlich jetzt das letzte, da warst du war auch dabei. Das erste war ein Benefits-Spiel zugunsten einer Organisation, die nennt sich Go for Ghana. Ja.
Also die tun irgendwelche guten Sachen in Ghana offensichtlich. Ja. Und da wurde gespielt gegen irgendwie eine Wiesbadener Stadtauswahl, vermutlich aus diversen höherklassigen Ja, Amateurvereinen. und das sagt dir eigentlich schon, dass du mit so einem Spiel dann nicht so richtig viele Erkenntnisse holen Ja. kannst. Und wurde hier in Kastell gespielt. Genau, mein Quasi Homeground. ein Da Heimspiel für hatte dich. ich meine Bundesjugendspiele früher immer. Ah. Da hab ich habe auf dem Rasen auch schon gespielt, nur halt kein Fußball. Okay. Ja, Erkenntnisgewinn vermutlich gering, hast du gerade schon gesagt. Ja, einfach alle mal gespielt. Ja. Man konnte den Ja. ersten Blick auf die neuen werfen. Genau. Schwadorf hat viel probiert und viel geflucht, weil zu dem Zeitpunkt ja noch nicht klar war, ob er bleiben darf. Das war so auffällig, fand ich. Ja. Ansonsten für jedes Piss-Testspiel bezahlst du inzwischen so viel Geld. Und da ist es für einen guten Zweck und sie nehmen nur 3 Euro. Okay. Ja, ein bisschen interessant. Abgesehen davon, dass, glaube ich, der SVW sämtliche Testspiele, die sie oben auf dem Hallberg hatten, komplett kostenlos gemacht hat. Wahrscheinlich auch, um sich dann irgendeinen Ordnungsdienst zu sparen oder so. Da Ach musst du so, wieder irgendwen an die Kasse setzen. Das ja. lohnt sich wahrscheinlich für die paar Leute gar nicht. Ja, und so war dann das nächste Spiel auf dem Hallberg gegen Schott Mainz, unsere Freunde. Nur für die der guten Ordnung halber, dass dieses Benefizspiel, das ging Ach so, 18-0 aus, stimmt, ne? klar. Haben wir noch gar nicht gesagt. 8-0. Genau, dann gegen Schott Mainz. Ja, ähnlich. Auch einfach alle mal gekickt. Mir ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht viel Krasses davon hängen geblieben. Nö. Das war ein 4-1. Okay, dann gab es noch ein Spiel in Ginsheim beim dort ortsansässigen VfB. Das ging mit 10-0 aus. Da war es mir zu warm. Da bin ich ja manchmal auch eine Memme da. Da war ich ja neulich auf dem Sportplatz schon in der Hessenliga und da war es auch schon relativ warm und da ist irgendwie so kein Fleckchen Schatten. Ginsheim, da ist immer so Es warm. war ja am Arsch, Musste bleib mal ich im Winter wieder daheim. hingehen. Ja. Da gibt's kein, in Ginsheim gibt's kein Winter. In Ginsheim gibt es keinen Winter. Nee, Okay. das können wir ja erzählen. Wer Ja. weiß Das war schon, das wo Ginsheim Ginsheim da liegt. von neben Gustavsburg hier. Ja. Du könntest halt von hier aus auch mit dem Fahrrad hinfahren, ne? Du kannst ja auch von hier aus auf einem Bein hinhüpfen, ist die Frage, ob's dann nicht ein bisschen lang dauert und man sich einfach in ein Auto hocken Aber du könnte. bist doch in 10 Minuten mit dem Fahrrad hingefahren hier von Kastell. Ja, du vielleicht. Ich nicht, ich habe kein Fahrrad. Ah, meine Damen und Herren, Sie hörten die weltgrößte Kopenhagen-Fanin Sonja Riegel, die kein Fahrrad besitzt. Vielleicht habe ich irgendwo noch Inline-Skates, die mir passen, da Ja. fahre ich mit denen hin. Schlimm, Jedenfalls, schlimm, ich war auch schlimm. nicht da. So. Fahr du doch mal mit dem Fahrrad auf den Hallberg. Das könnte ich mal machen, ja. Allerdings müsste ich ja erstmal über die Platte und sowas. Das ist ja Ja, das ist eine schon. geile Strecke. Ja. Das ist Und schon dann was noch der, anderes als von hier nach ja, und dann noch der Gustavsburg, Anstieg nach am Ginsheim. Ende, Ja, der macht es dann auch nicht mehr aus. Wenn du über die Platte schon mal rüber bist oder über die Eisenhand. haben die Muskeln schon zugemacht. Genau. Nag ich schon am Hungerast. Ja. Okay. Dann gab es noch ein weiteres Testspiel auf dem Hallberg gegen Wormatia Worms. Auch das wurde hochgewonnen, 5-0. Dann ging es ins Da war, Trainingslager. kurz Ja. unterbrechen, da hat uns Michael ja, glaube ich, geschrieben, dass er irgendwie so eine Halbzeit da war oder Ah so, ja, ne? genau, Ja. richtig. Hat er irgendwas berichtet? War irgendwas interessant? Also eine einzige Erkenntnis, die mir im Kopf geblieben ist, Mockenhaupt hat die Haare kurz. Ich Stimmt. weiß nicht, sonst hat er, glaube ich, war da noch irgendwas Berichtenswertes? Nicht wirklich. Ich glaube, er wollte da auch hin, weil das so geil klang. SVW in Wiesbaden gegen Wormatia Worms. Ich glaube, vor allem deshalb war er da oben. Also was man wohl so als Erkenntnis, oder na, Erkenntnis ist vielleicht ein bisschen viel, aber was wohl war, dass viele Tore halt einfach schön rausgespielt waren. Ne? Ich meine, klar, Testspiel und unterklassige Gegner und so weiter, aber das ist wohl das, was ich gehört habe, dass es wohl da einfach viele nett rausgespielte Treffer gab. Vielleicht haben sich da tatsächlich auch den einen oder anderen Spielzug in der Offensive jetzt Aber stimmt, drauf geschafft. jetzt wo du sagst, bei den ersten Spielen hat sich Brandstätter irgendwie ganz oft in die Torliste eingetragen. Ja, Dass ich generell. gedacht habe, so vom Bauchgefühl, vielleicht schießt er diesmal ein paar mehr Tore als Scheffler sogar in der Saison. So wäre so meine steile These, könnte klappen. Ja, schauen mal. Wir Ja. können uns ja noch über eine Saisonwette Gedanken machen in den Um nächsten Gottes Willen, Minuten. ich habe ja gesehen, was für ein Drama das letztes Jahr bei euch beiden war. Ach so, so eine. Nee, ich mache wieder so eine Torwette. Ach so, ja, schauen Ja, wir mal. genau. Ja, dann ging es ins Trainingslager. Da wurde gegen den FC Pipinsried gespielt, ein 6-0. Dann, das ist überraschend, in Regensburg gegen Jahn Regensburg, die ja immerhin Zweitligist sind und auch ziemlich oben mitgespielt haben. Ne? Was waren die am Ende? Waren die nicht sogar Fünfte oder sowas? Ja, gut, wobei, Ja. Okay, die sind was natürlich. hatten die als Fünfter? Wahrscheinlich so
4 Punkte mehr als der vorletzte. Ja, klar, aber naja, jedenfalls ein Zweitligist, auch wenn die jetzt natürlich dann gerade erst wahrscheinlich eine Woche vorher ins Training eingestiegen sind oder sowas. Aber da gab es dann ein 4:1-Sieg, das ist ja dann schon mal so ein kleines Ausrufezeichen. Und dann gab es noch ein Spiel in Waldorf, beziehungsweise nicht in Waldorf, aber da in der Nähe gegen Die haben FC in Astoria. Mülheim, glaube ich, wieder gespielt. Also Ja, das Spiel gab es ja genauso letztes Jahr auch schon. Also da war ich ja auch da damals. war das Da, auch in Mülheim? ja, so auf dem gleichen komischen Sportplatz. Ja, das ist irgendwie zwei Und Orte weiter oder sowas, ne? genau, und da haben die ja verloren damals noch. Es war ja so 0-1. Ja. Diesmal haben sie gewonnen. Diesmal haben sie gewonnen mit 4:3, aber ja, da hat Waldorf lustig mitgehalten und da kam man schon so ein, na, wenn man wollte, konnte man so ein bisschen ins Zweifeln kommen, so von wegen, was ist da so mit der Defensive? Wackelt es da vielleicht noch ein wenig? Und diese Zweifel haben sich ein wenig verstärkt, möchte ich fast sagen, Ein jetzt mit dem wenig. letzten Testspiel und der Saisoneröffnung, nämlich mit dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Das haben wir beide gesehen im Stadion. Da können wir vielleicht noch zwei Worte zu verlieren. Was war so dein Eindruck? Die erste Halbzeit ging ja mit 1:1 in die Pause. Also erstmal der Eindruck, dass das so ziemlich schon die Stammelf war, oder zumindest so diejenigen, die auch in einem Punktspiel an dem Wochenende aufgestellt hätte, Ja, war denke so ich auch, ja. der Eindruck, und so wurde es, glaube ich, dann auch mehr oder weniger kommuniziert nach außen. Und man macht es ja immer, also wir haben es jetzt die letzten Jahre immer gemacht, eine Woche vorher sich einfach mal nochmal einen guten Gegner einladen. Ich glaube, was waren das so die letzten Jahre auch, da war es vorher auch schon mal die Eintracht, Mainz war es mal, ich glaube Letztes sogar Jahr war es mal Mainz, Lautern irgendwann mal, genau, als die Kaiserslautern. Ich glaube, noch, Gladbach war auch schon mal da. ja, also das macht man ja gerne. Normalerweise hast du dann auch Glück letztes Jahr gegen Mainz, dass du halt einen Bundesligisten hast, der noch nicht so weit ist im Training wie du, den du halt auch mal schlagen kannst. Da haben sie sich vielleicht dieses Mal ein bisschen zu gut Gegner eingeladen. Na gut, Es vor 2 Jahren gab es gegen die Eintracht irgendwie auch nur ein waren 1 Unentschieden, zu 2 oder? oder sowas, meine Oder ich. Ich ich dachte, glaube. das wäre 2-2. Also es war, Aber ist weiß ich auf jeden nicht. Fall nicht so hoch Jedenfalls knapp, ausgegangen genau. wie jetzt. Ja. Stimmt schon. Also ich fand so, war so hin und her. Also die ersten Minuten habe ich gedacht, oh Gott, der Eintracht überrennt jetzt irgendwie gerade den SVW. Dann hat sich das aber so ein bisschen dann wieder eingependelt, wie du schon gesagt hast, mit 1-1 in die Halbzeit. Genau, also Wien ist sogar in Führung gegangen durch Brandstätte. Ja, aber also zweite Halbzeit wurde dann doch ziemlich heftig. Und das, obwohl ich glaube, die Eintracht hat komplett oder mehr oder weniger komplett zur Halbzeit Bis auf gewechselt. den Torwart, die komplette Mannschaft, Und ja. bei uns war es eigentlich so dieses Ja, wo so nach und nach dann immer mal so drei rausgingen auch dann, ne? eher so wie in einem normalen Spiel, und dann hat man halt alle reingeworfen am Ende, ne? Ja, also das war dann schon Das hat mich gut. dann überrascht, die zweite Halbzeit, wie gesagt, weil also ich fand jetzt nicht, dass die Eintracht da in der Aufstellung wirklich besser geworden ist. Ja, sie hat natürlich schon sehr viele schnelle Spieler dann halt dann drauf, ne? So mit Gacinovic und Jovic ist auch nicht gerade langsam und Ja. wer war es noch? Gut, wobei sie davor hatten sie, ich meine, da hatten sie auch Naja, irgendwie vorher die, hat es da halt vorher hatten sie die Brecher im mit Sturm, ne? Haller und dem anderen, dem neuen, wie heißt der, Paciencia Paciencia, oder sowas, ja. glaube ich, die beiden, die das sind mehr so Strafraumstürmer, Ja. die jetzt nicht so durch ihre Sprintschnelligkeit Ja, auffallen. da wird ja trotzdem schlecht, wenn die gegen Rennemann spielen, ne? Ja, klar. Wobei ich finde, er hat es nicht so schlecht gemacht. Aber ja, jedenfalls dann auch Kuhn, eigentlich sonst einer von unseren Besten, der sah dann auch Ja, einige der. Male sehr schlecht aus, weil es gerade über seine Abwehrseite dann halt da die schnellen Angriffe Das kamen. erinnerte mich dann aber ein bisschen an unser Schalke-Pokalspiel vom letzten Jahr, wo ihn ja auch Otschipka ziemlich eingedreht hat. Ja. Also ich glaube, der kommt dann einfach an seine Grenzen. Ja, gut, da muss natürlich auch, ich meine, zum einen Die darf er der da halt in der natürlich nicht dritten Liga alleine viel dann. seltener hat. Ja. Also wird er in diese Und Situation viel weniger kommen. dann kam es halt auch so in diese, ja, ein Konter um den anderen, ne, weil sie sich dann halt bemüht haben, vorne doch nochmal einen reinzumachen. Und dann hast du dir dann noch ein Ding nach dem anderen reingefangen. Ja, am Ende 2:6. Das war dann ein bisschen happig dann irgendwie. Interessanterweise war aber Wien vor allem in der zweiten Halbzeit dann durch Standards oder gerade durch die Ecken gefährlich, ne? Ja, genau, also das war auch der Ausgleich, war auch da nach Ja. einer Ecke und dann kam noch ein, zwei gute Chancen nach einer Ecke. Ja. Scheffler hatte nochmal eine schöne Chance, wo er dann aus relativ kurzer Vorsprung. Distanz nur die Latte trifft. Ja. Naja, gut. Also es war Ja. jetzt nicht alles furchtbar, fand ich. Und es ist dann halt auch viel reingefallen am Ende noch, muss man auch sagen. Das Lustige ist, Aber es klingt um natürlich mich herum scheiße. standen zwei sehr konträre Meinungen, irgendwie so ein Ja. paar Meter weiter
vorne links sozusagen. Ich nenne jetzt da mal keinen Namen, aber da war einer, der war irgendwie ganz begeistert, irgendwie, wie toll sie gegen den Pokalsieger, das ist ja schließlich der Pokalsieger und so gestellt, wie toll sie gegen die spielen und sonst irgendwas und bla. Und naja gut, am Ende dann auch nicht mehr, aber zumindest, das hat er noch lange irgendwie mantraartig vor sich her gebetet. Und während von schräg hinter mir, schon, als es eigentlich noch gar nicht so schlecht aussah, schon nur Gemecker Wir kam, so steigen von ab, wir wegen, steigen ab. ja, und mit der Leistung, da holen die keine 4 Punkte. Und das ist viel zu einfach und weiß nicht, also ich stand tatsächlich sowohl, ja, tatsächlich dazwischen und auch mit meiner Meinung. Also ich fand es nicht ganz so schlimm, wie es hinter mir gemacht wurde, aber längst auch nicht so rosig, wie es vor mir gesehen Ja, wurde. da bin ich eigentlich dabei. Wie gesagt, es klingt halt scheiße. Ja. Ja gut, Rehm war wohl danach auch nicht ganz so amüsiert. Ja, gut, 6 Tore fangen. Ja, und von wegen, ursprünglich war der Plan, dass jetzt nicht mehr groß getauscht wird zum ersten Punktspiel. Da muss er vielleicht nochmal drüber nachdenken. Also es war wahrscheinlich mal so, vielleicht nicht, vielleicht eine kleine Drohung. Ich glaube nicht, dass er jetzt tatsächlich dann jetzt irgendwie mit 5 oder 6 anderen dann jetzt irgendwie auflaufen wird. Ne. Kann ich mir momentan nicht vorstellen. Welche 5, 6 anderen sollten das denn sein? Ja, genau. Da können wir vielleicht auch gleich mal drüber sprechen, wenn man will. Ich glaube, ein paar haben noch gefehlt wegen Magen-Darm-Grippe oder so. Die ging, glaube ich, rund oder Da war noch so. irgendwas, Also sehr es genau. Wer fehlte waren ein paar denn? Plätze, glaube ich, frei noch. Ja, lass mich gerade Herr überlegen. Schipnowski auf jeden Fall. Der kam da noch rein. Kam der noch rein? Ich meine schon. Dann war der nur, der war, glaube ich, in der Woche vorher, aber dann nicht im Training oder so. Ja. Weil da sind ein paar irgendwie in der Woche vorher, dass sie nicht Dahms trainieren konnten. fehlte Genau, Darms war nicht dabei. und Lorch. Die beiden Genau, waren genau. nicht dabei. Ja. Genau. Die dann aber Ja. auch, die aber auch dann wieder zur Verfügung stehen sollten am Wochenende jetzt. Wir greifen vielleicht mal vor und Wohin? sprechen gerade mal über den einzigen Neuen in der Okay. Startelf Ja. gegen Frankfurt und das war Patrick Schönfeld. Den haben wir nämlich noch verpflichtet seit unserer letzten Folge. Gab doch 2 andere, über die sprechen wir gleich noch. Patrick Schönfeld von Braunschweig jetzt gekommen. Es hat lange pausiert oder nicht viel gespielt. Der war irgendwie letztes Jahr wohl irgendwie lange Zeit krank und dann hat er ein paar Verletzungen gehabt und so weiter und war deswegen jetzt wohl dann auch in. Deswegen ist nur deswegen ist Braunschweig abgestiegen oder nicht? Glaube Oder ich. ne, Spielgott, weiß ich. Also jedenfalls zentrale Mittelfeldspieler, der so im Prinzip ja jetzt mal so der Andrich-Ersatz ist. Ich denke, man hat's, oder mein Eindruck war, man hat noch ein bisschen angemerkt, dass er tatsächlich lange nicht gespielt hat und vielleicht auch noch nicht bei 100% ist körperlich. Würdest du mir dazu stimmen? Ja, würde ich schon. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob er wirklich Andrich 100% ersetzen kann, auch von seiner Art zu spielen, oder? Also, auf mich wirkt er eigentlich eher mehr wie ein Pezzoni als wie ein Andrich, oder? Findest du Meinst nicht? du? Ich hatte eher den Eindruck, ein bisschen mehr, ja, eine Idee Offensive. Also er hat einige Male so kleine Dribblings so in der gegnerischen Hälfte gehabt und so weiter. Also jetzt und ist weniger jetzt durch Zweikämpfe aufgefallen, was ja so bei Andrich eher so ein Markenzeichen ist, dass er halt auch recht kräftig da zur Sache ging. Hat kein Gegner getreten. Ja, genau. Von daher, also kannst du jetzt noch nicht, auch noch nicht 100% einschätzen jetzt von diesem einen Spiel und dann gegen Ja, Frankfurt aber ist jetzt ich vielleicht auch nicht glaube aber, unbedingt. dass er gute Chancen auf dem Stammplatz hat, wenn er fit bleibt. Kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, gut, da Also sprechen wir so, dann. jetzt so Ja. als wirklich einziger Neuer, wie du schon gesagt hast, sonst sind es ja alles noch Kerle von der letzten Saison. Also bei ihm sehe ich das, aber das steht und fällt halt auch wirklich krass mit der Spielpraxis. Und dass er halt nicht wieder in irgendwelche Verletzungen kommt, ne? Ja. Dann sprechen wir doch vielleicht gerade über die anderen neuen auch noch, die jetzt noch dazugekommen sind, wenn wir schon gerade dabei sind. Und zwar ist noch Marc Wachs verpflichtet worden. Der war zuletzt ausgeliehen an Osnabrück, gehörte noch Dynamo Dresden. Und das ist tatsächlich ein richtig Wiesbadener Junge. Der kommt sozusagen nach Hause. Also er ist wenn ich hier aus Biebrich oder irgendwas. Zumindest er kam mal in die Schlagzeilen, weil seine Tante ja hier in Biebrich da einen Kiosk hatte
Und just als er irgendwie kurz vor Weihnachten, vorletztes Jahr, glaube ich, da zu Besuch war, gab es dann einen bewaffneten Überfall, bei dem dann seine Tante tatsächlich erschossen wurde und ich glaube, ihr Lebensgefährte schwer verletzt oder sowas. Und auch Mark Wachs selbst wurde auch schwer verletzt, war lange im Krankenhaus. Schlimme Geschichte. So ist vielleicht auch dem einen oder anderen der Name schon mal untergekommen. Jedenfalls, er ist Linksverteidiger und eine, sagen wir mal, eine Alternative dann zu unserem Alf. Haben wir eigentlich mal durchgezählt, wie viele Linksverteidiger Alf jetzt schon verschlissen hat? Haben wir noch nicht, aber ich denke Das mal, wäre mal eine geile Statistik, so weil einen es, pro Saison könnte man wahrscheinlich rechnen, ja, ne? weil es Also, heißt dann immer so, ah, wir haben jetzt nochmal hier so eine Alternative von Alf und ja. Alf erzählt dann ja auch immer so, ah, ich schaffe nicht mehr alle Spiele in der Saison und so und Wobei dann Alf ja siehst du aber, wer immer spielt, anfangs ne? hat er, weiß nicht, so die ersten, weiß nicht, wie lange, 3 Jahre bestimmt, hat er im linken Mittelfeld, also er offensiv gespielt. Das war ja dann erst, ich glaube, erst Ja. wie hieß er? Unser Schwabe, Kienle. Kienle natürlich. Ja, aber da war er ja auch noch nicht der Alterspräsident, der jetzt Ja, aber ich ist. glaube, der hat ihn als erstes, glaube ich, zurückgezogen auf die Linksverteidigerposition. Ja, Naja. aber wer uns da schon alles geholt wurde und so und ja, mal schauen, ob er da jetzt ernsthafte Konkurrenz sein kann oder ob er vielleicht dann auch über die Saison hinaus, wenn Alf jemals aufhören sollte, ob Ja. er dann vielleicht jetzt die erste Alternative dann wird. Genau, ja, oder mal Und schauen, wie sich viel. sozusagen langsam reinspielt Ja. auf diese Position. Ja, also ist Genau. eine sinnvolle Verpflichtung auf jeden Fall. Ja, werden wir mal beobachten. Und dann noch ganz neu, das war erst gestern, wurde noch Niklas Schmidt ausgeliehen von Werder Bremen. Ebenfalls ein zentraler Mittelfeldspieler, der wohl laut Rehm 6er, 8er und 10er spielen kann. Alle nach allem, was ich so aus Bremen gehört habe, eher eigentlich offensiv orientiert zu Defensivarbeit. Da war bisher noch nicht so ganz so sein großes Thema, aber das wird er Ja, sicherlich dann recht schnell eingebimst bekommen. wird es ihm gehen wie Andres letztes Jahr. Dreimal nicht hinter Ball hergelaufen, erstmal. Genau, dann kommst du erstmal von der Bank vielleicht, Ja, ja. genau, alle schimpfen auf ihn ein. Wer weiß, was der Trainer intern mit ihm macht, und dann Ja. läuft er auch jeden Ball hinterher. Ja. Ich denke, das ist relativ klar, dass das dann auch eine Alternative ist dann zu Schönfeld, dass die beiden, ich sag mal so, den offensiveren Part jetzt so in einem Mittelfeld und dann noch einen defensiveren, sei es jetzt Mofza oder ein anderer, dann daneben dran noch haben. Der ist noch jung, der ist erst, weiß ich, glaube 20 oder sowas um den Dreh, 21 vielleicht. Jetzt Na hab's gut, jetzt. dann kommt er aus der zweiten Mannschaft größtenteils dann. Genau, richtig. Der hat jetzt die letzten. Das ist der Vorteil ist, der hat jetzt schon 2 Jahre dritte Liga gespielt mit Werder als Zweiter. Schon, weiß nicht, über 60 Drittligaspiele oder sowas jetzt schon auf dem Buckel. Das heißt, der muss sich jetzt im Gegensatz zu den Jungs, die jetzt aus der Regionalliga kommen, vielleicht jetzt nicht unbedingt an die Liga jetzt gleich gewöhnen. Also das dürfte er schon kennen. Der ist die Liga. Er ist die Liga, genau. Die mit jeder Faser aufgesogen. Genau, also bei Werder verspricht man sich offensichtlich auch noch, dass er jetzt hier bei uns noch einen kleinen Schub bekommt, weil man hat den Vertrag auch noch verlängert. Also das heißt, im Normalfall geht er nächstes Jahr wieder zurück nach Bremen. Ja, aber das ist eine interessante Personalie. Also ich habe da mit Bremer Fans noch Kontakt gehabt und noch ein paar Sachen gelesen und die sind da eigentlich alle sehr angetan von ihm. So einhelliger Tenor war, er hatte so in der Vergangenheit ein bisschen mit seinem Gewicht zu kämpfen. Ich war auch, es fiel mir auch gleich als erstes auf, da in der offiziellen Mitteilung, herzlich willkommen, bla bla. Da sind ja auch dann immer so da die körperlichen Daten dann so dabei, irgendwie Oh 1,84 Meter groß, 90 Kilo, da dachte ich, oh mein Lieber, das war ganz schöner Brocken. Aber das scheint wohl nicht mehr aktuell zu sein. Also es ging wohl schon, hat wohl schon gegen Ende der letzten Saison wohl deutlich. Ja, weiß nicht, an seiner körperlichen Fitness gearbeitet. Also die 90 Kilo sind wohl nicht mehr Stand der Dinge. Schwere Knochen, der Junge. Ja, genau. Ja, also das war wohl so ein bisschen so ein Thema. Vielleicht noch nicht ganz konstant, aber es wird allen halben gelobt, irgendwie so also seine Offensivstärke. Also bei Standards wohl sehr gefährlich und sehr gutes Passspiel, um so seine Offensivleute einzusetzen. Da bin ich richtig neugierig drauf. Also da habe ich jetzt. Ja gut, Bremen scheint ja auch an ihn zu glauben, wenn sie ihn jetzt noch gebunden haben. Du hast natürlich dann auch nicht mehr die Möglichkeiten, die Bremen jetzt jahrelang hatte, dass du jemanden erste, dritte
dass du den in beiden Ligen spielen lassen kannst. Jetzt ist es halt, genau. Du müsstest ihn entweder zu den Profis in die erste packen oder halt in die vierte Liga. Ja, und der zu den Profis hat es wohl jetzt wohl noch nicht gereicht, da wollten sie jetzt ja, wohl gut, noch nicht wenn der 20 ist, ne? Genau, ja, 20, 21, irgendwas, ich weiß jetzt nicht genau. Ja, von daher hat wohl angeblich auch bei Holstein Kiel vorgespielt, war da im Probetraining. Warum das nicht geklappt hat, weiß ich nicht, aber jedenfalls zeigte er sich ganz begeistert vom SVW. Gut, kommt hat auch schon als Kind in unserer Bettwäsche geschlafen. Ja. Das ist vielleicht nicht unbedingt, wobei er aus Hessen kommt. Er ist, glaube ich, irgendwo aus Kassel oder sowas. Ne? Ja. Aber er hat... klar, dadurch, dass er halt in der dritten Liga gespielt hat, natürlich die Liga verfolgt und war wohl von der Spielweise angetan und das käme ihm entgegen. Also, da schauen wir mal. In den direkten Duellen 0-0 und 0-2 war er sehr angetan von unserer Spielweise. Nein, 2-2 ist ausgegangen, stimmt. Ja, da war was, ne? Das 0-0 war das im Hinspiel, genau. Ja, da war ja noch, Hinspiel, genau. Da war Kofeld noch damals noch Trainer von der zweiten. Ja, das andere war das mit diesem sau absurden Abseitstor. Das Heimspiel. Ach, der und wo wir dann am Ende noch zwei Tore, die ich immer wieder vergesse, die wir dann doch noch gemacht haben in den letzten Minuten. Das stimmt, ja. Richtig. Ja. Ob er jetzt da so angetan war von uns, ich weiß nicht. Ja, aber damit ist jetzt so eigentlich der Kader vollständig. Vielleicht kommt ja noch ein Schrottgeenkel aus der Dynamo-Jugend. So eine Ossi-Kartoffel. Nein, also, ich weiß nicht, wenn der Schrottke aus den 60ern irgendwie also, so einen talentierten Yannick Schrottke, Dynamo U19. Kevin Schrottke. Kevin Yannick Schrottke. Ja, kann sein. Mittelfeldtalent. Ja, genau. Ja, dann vielleicht schauen wir gerade mal so, was wir jetzt so einen Kader so beisammen haben. Also im Tor, da hat sich ja nichts gegenüber der letzten Saison verändert. Kolke, die Nummer 1, Watkowiak, die 2 und Albrecht gibt's auch noch, Jan Albrecht. Dann in der Abwehr. Links haben wir jetzt gesagt, Minzel und Marc Wachs. Rechts, Moritz Kuhn ist da sicherlich weiterhin die Nummer 1. Und ja, wen hätten wir da so noch als Alternative, falls Kuhn mal irgendwie unpässlich ist? Also ich denke, dass der Trainer damit... dann wahrscheinlich mit Lorch noch einen hat und Rovca, du kannst Rovca, ja. Kannst du immer, also der ist natürlich erste Wahl für den Sechser, würde ich sagen. Aber spielen kann er das ja auch, hat er auch schon gemacht. Hat er auch, genau, damit hat er eigentlich die erste Zeit auch, ja. Ich glaube, die erste Saison die meisten Spieler eigentlich als Rechtsverteidiger gemacht. Ja. Genau, also da hat man auch Möglichkeiten. Und in der Innenverteidigung haben wir Mockenhaupt, Ruprecht, Redemann, Dahms, wenn man als Abwehrspieler zählt, und Neuzugang Giuliano Modica. Ja, hast du da eine Tendenz, was da so die Erstbesetzung ist? Was willst du sagen? Also ich will natürlich immer noch unsere vom letzten Jahr haben, Mockenhaupt und Ruprecht. Hab so ein bisschen Angst, dass es auf Redemann hinausläuft statt Ruprecht. Da bin ich mir jetzt aber noch nicht so, bin ich mir noch nicht so sicher, wie ich das deuten soll, was jetzt in diesem Testspiel war. Also Redemann hat gespielt, ja, Ruprecht wurde ja erst ganz spät eingewechselt. Ich weiß nicht genau, woran es lag, ob es da irgendwelche Wehwehchen gab oder ob das wirklich jetzt schon die Tendenz ist fürs Wochenende. Also Redemann hat wohl auch sonst in der Vorbereitung häufiger, glaube ich, so in der Startelf gestanden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Mich würde es ja für ihn freuen, hatte ich ja schon mal gesagt, wenn sich da die Geduld auszahlt und der jetzt so langsam dann halt auch... Wenn es klappt, gerne, aber ja. Also das hatten wir in so Abschlussfolge auch schon gesagt. Ja, genau. Also mir macht er einfach dann leider doch zu viele große Fehler. Mhm. Also so, dass er im Kleinen eigentlich ganz gut ist und dann aber immer wieder so einen dicken Bock drin hat, der dann halt auch dummerweise immer direkt zum Gegentor führt. Okay, also, wir werden das beobachten. Wäre ich schon lieber bei den anderen beiden. Modica weiß ich nicht, der muss sich wahrscheinlich auch noch so ein bisschen von seiner FCK-Zeit erholen. Also in den ersten beiden Testspielen ist er mir eher noch negativ aufgefallen. Ja. Dass er da noch nicht so ganz sattelfest war. Kann sich aber vielleicht dann auch reinspielen. Ist mit Sicherheit auch eine gute Alternative. Also ist gut, dass wir dann so 4 bzw. 5 haben, die das spielen können. Ja. Ja, da wirst du sicherlich mal im Laufe der Saison mal den einen oder anderen Wechsel auch drin haben, gerade in Innenverteidigung. Und ja. Ja, gut, ich meine, vielleicht gibt es bei Redemann und Ruprecht vielleicht so ein bisschen, naja,
Jobsharing mal so jetzt als Buzzword, dass Ruprecht vielleicht jetzt auch einfach nicht mehr für jedes Spiel eingeplant ist, um ihn halt auch so ein bisschen vor Verletzungen zu, so rein prophylaktisch, dass er halt einfach nicht mehr so. Ah, okay, aber ich hätte irgendwie schon gerne so eine Stamm-Innenverteidigung. Außerdem ist er ja, wie wir jetzt gelesen haben, schwanger. Ja. Gibt einen Mini-SR18. Ja, das ist der offizielle Hashtag, wenn ihr irgendwas über sein Baby. Aber das Passende ist ja, der neue SR ist dann SR5, der ist ja dann auch gleich, passt ja dann schon gleich. Ne? Ja, als Trainer würde ich das ja machen, wenn er sich jetzt für Reddemann als Stammspieler entscheidet, würde ich einfach die Nummern tauschen. Dann kann Reddemann direkt auch das Modelabel mit übernehmen und das Kind großziehen. Du denkst weit. Ja, klar. Okay. Wenn irgendwen platt machen, dann richtig, ne? Ja. Dann schauen wir doch mal weiter. Achso, vielleicht sollten wir gerade noch erwähnen, es gab auch noch einen Abgang, den wir noch nicht hatten. David Blacher. Das hat man schon so ein bisschen gemutmaßt. Das hat sich ja angedeutet über eine sehr lange Zeit. Genau, also der war da unglücklich und hatte bei Rehm offensichtlich keinen guten Stand oder keine richtige Position für ihn oder wie auch immer. Jedenfalls ist der nach Osnabrück gewechselt, bleibt also in der dritten Liga. Genau. Der ist jetzt also nicht mehr da. Und hat man das eigentlich schon erwähnt, dass Jules Schwadorf dann doch nochmal eine Vertragsverlängerung bekommen hat? Das wurde ja erst, glaube ich, sogar nach Auslaufen seines Vertrags, also Anfang Juli, bekannt gegeben. Das hat man, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt. Der sollte ja dann in der Vorbereitung noch die Vorbereitung noch mitmachen. Hat er ja gemacht. Genau, hat er gemacht. Und nachdem sich dann Max Dittgen jetzt verletzt hat und längere Zeit ausfallen wird, war dann die Entscheidung wohl offensichtlich noch ein wenig leichter, Schwadorf mit einem weiteren Jahr Vertrag auszustatten. Davor fand ich, dass es relativ lang gedauert hat, bis sie sich entschieden haben, ne? Ja. Also ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, ob sie den ohne die Dittgen-Verletzung behalten hätten. Ist jetzt hypothetisch, wir wissen es nicht. Genau, aber, wissen wir jetzt nicht. Aber dadurch, dass es wirklich so spät kam, ja, deutet so ein bisschen was drauf hin, ne? Genau. Hat jetzt auch auf der linken Seite jetzt begonnen gegen die Eintracht. Ja, genau, machen wir doch da gerade mal weiter. Also auf links haben wir dann Dittgen, wenn er wieder fit ist, Schwadorf und ja, jetzt von den Neuen denke ich, ich glaube Schipnowski kann auch so auf Außen spielen, wenn ich das so richtig gesehen habe. Du hast halt Andres Tindor auf beide Seiten. Andres kann auch auf links spielen, genau. Ja. Und Kyrie, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, Daniel Kofi Kyrie. Ich glaube, der kann auch ausspielen. Der wurde außen spielen. Der wurde jetzt eingewechselt, dann hat er aber eher zentral gespielt jetzt am letzten Samstag. Aber gut, wie gesagt, habe jetzt nur das eine Mal gesehen. Dann rechts. Andres auf jeden Fall. Andres auf jeden Fall. Also im Normalfall gehe ich mal davon aus, dass er da spielt. Genau. Und da, ich denke mal, dass die gerade eben genannten, also bis auf Dittgen vielleicht, wahrscheinlich auch alle rechts spielen können. Jo. Aber da wird er sicher, Andres sicherlich die Nummer 1 sein, wenn er jetzt nicht verletzt ist oder so. Dann in der Zentrale. Den defensiveren Part. Jetzt steht hier aber, sehe ich auch gerade, unter Sturm wird Stefan Lorenz geführt, der unser U19-Spieler, den sehe ich eigentlich auch eher im Mittelfeld. Siehst du eher als Mittelfeldspieler? Ja, abgesehen davon, dass er wahrscheinlich eh erstmal nicht spielt wird, aber. Ja, ich habe den da eingetragen. Also, das warst das, könnte ich. Ja, war das, ja klar. Ich glaube, das habe ich aber von der Vereinswebseite so genommen. Okay. Also diese Einteilung. Also ich meine, mich erinnern zu können, dass er eher so offensives Mittelfeld gespielt hat, wenn er in Testspielen drin war. Ja, mal gucken. Also den hat man jetzt eigentlich... Ich glaube jetzt nicht, dass er so viel... Also wir haben ja eine ganz gute Offensive, kommen wir ja gleich noch dazu. Ich glaube auch nicht, dass wir den allzu oft im Kader sehen werden. Ja. Mal gucken. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Nee, schon gut. Ich überlege gerade noch, aber kann der noch U19 spielen? Ansonsten wird es ja auch ein bisschen trauriges da sein. Ne? Spielt er noch? Ist er noch vom Alter her berechtigt? Wissen wir jetzt nicht, ne? Das ist eine gute Frage, aber... Der ist jetzt, warte mal, müsste eigentlich hinhauen. Der wird jetzt... Der ist noch nicht mal 19, der wird jetzt erst 19. Also kann sollte, ja noch spielen, sonst wäre es auch irgendwie nicht ganz so sinnvoll, glaube ich, ihn so mitzusteppen und dann, dass er gar nicht spielen kann. Ja. Dann hätte man ihn wahrscheinlich eher ausgeliehen oder so. Ja, ja. Genau.
Nee, dann wird er da noch spielen. Ja, die U19 ist ja leider abgestiegen, aber gut. Ja, dann also Zentrale. Mrowca, der übrigens neuer Kapitän ist. Den ich eigentlich auch als Gesetz sehe, habe ich ja eben schon gesagt. Und der jetzt die 10 trägt. Der jetzt die 10 trägt, geil. Genau. Also er hat aber gesagt, das war irgendwie so ein Kindheitstraum von ihm oder so. Hat er gesagt, ja. Also, meine ich irgendwo gelesen zu haben. Ja, jetzt, dann glaube ich so mehr oder weniger die freie 10 geschnappt. Andrich war die 10. Genau. Ja. Andres. Nein, Andrich. Andrich. Ja, Gott, jetzt fange ich auch an, wie so ein Telefonreporter. Schlimm. Zum Glück bleibt uns das jetzt in Zukunft erspart. Also Andrich ist nicht mehr da. Mrowca hat jetzt die 10, obwohl er jetzt ja eigentlich kein Zehner ist. Na, er ist schon eher ein Sechser. Ja. Sechser. Ja, Sechser ist eigentlich so seine typische Rolle, ja. Aber also ich denke, dass er gesetzt ist. Bei ihm ist ja auch wieder das Ding, er muss halt fit bleiben. Ja, er war jetzt öfter mal draußen mit dickeren Sachen so in der Vergangenheit. Ja gut, er hatte ja mehrere Kreuzbandrisse, aber jetzt so in letzter Zeit, ich glaube letzte Saison, da ja, hat er nur... letzte Saison hat er ganz gut durchgehalten. Ne? Ja, da waren... Hoffen wir, dass es so bleibt. Das wäre geil, dann, ja. Also, dann sehe ich ihn auch als Kapitän und Stammspieler. Ja. Also nicht, dass ihn das Kapitänsschicksal auch ereilt, wie es bei uns jetzt so in den letzten Jahren war. Ja, das wird dann natürlich interessant sein, dann jetzt, ich meine, wie gesagt, Andrich war ja auch, oder ist ja auch sehr, oder schon ziemlich defensiv stark, also der auch dann wirklich im Prinzip, war es eher eine Doppel-6 und Andrich dann halt eher mal dann nach vorne gegangen oder so. Wenn jetzt dann so ein Schönfeld oder ein Schmidt, die ja dann beide so dann eher den offensiveren Part dann bekleiden können, würden, wenn die defensiv nicht so gut mitarbeiten würden, jetzt mal theoretisch. Gibt es einen Anpfiff vom Kapitän? Ja, aber ich glaube, dann wird's auch schwierig. Ich glaube, dann wäre Mrowca alleine dann da hinten. Das könnte eng werden. Aber gut, das müssen sie natürlich so auffangen. Weil vom System her glaube ich, dass sich jetzt nichts ändert. Warum sollte man was ändern? Das 4-4-2 ist, glaube ich, gesetzt mit den zwei Stürmern auch vorne drin. Ja. Ja. Stichwort genau. Stürmer, Überleitungskrieg. Ja, ich habe es gerade noch erwähnt. Also jetzt also als Alternativ zum Mrowca hätte man natürlich dann halt Dahms oder vielleicht auch Lorch. Mal gucken. Ja, dann im Sturm. Klar, Scheffler ist völlig klar. Und auch Brandstätter. Ich denke, das ist die beiden sind die Stammbesetzung da vorne. Ja, das glaube ich auch für den Start. Und das sind eigentlich auch die zwei Besten, muss man jetzt auch ganz klar sagen, von dem Line-Up, was wir da haben. Ja, Brandstätter hat sich wirklich auch gut gemacht. Also der kam ja in der Winterpause. Ja, ich glaube, der wird jetzt noch ein bisschen torgefährlicher. Ja, der ist halt auch immer sehr aktiv. Das ist also großen Radius, sehr Zweikampf oder sehr laufstark und auch gut in Zweikämpfen und so weiter. Hängt sich immer sehr rein. Ja, und auch den einen oder anderen Abschluss. Also das kann schon funktionieren. Dann gibt's ja 3 bis 4 Jüngere dann halt noch, die dann so als Alternativen oder falls man am Ende dann in der Verzweiflung noch einen zusätzlichen Stürmer reinschmeißt. Eben mit Schipnowski, René Guder, der ist wahrscheinlich so der Erste, der reingewechselt wird, oder Dominik Martinovic, der auch schon ein paar Einsätze hatte in der letzten Saison. Ja, aber so insgesamt ist der Kader, also jetzt gerade mit der Verpflichtung von Schmidt, denke ich, ist das jetzt eine runde Sache. Das ja, denke ich auch, scheint erstmal zu stehen. Natürlich hast du irgendwie immer die Augen offen bis zum Schluss, ob du noch irgendwen kriegen kannst. Aber wir haben jetzt, glaube ich, so ziemlich alle Positionen besetzt, die wir besetzt haben müssen. Ne? Genau, also heute habe ich von Rehm noch die Aussage gelesen, einen Platz hätten sie noch frei. Weiß jetzt aber nicht dann genau, für welche Position sie denn noch einen suchen würden oder ob sie jetzt einfach nochmal gucken, ob sie jetzt noch irgendwo sich gerade noch ein Gelegenheit ergibt. Wenn noch einer vom Laster fällt. Ja, gerade bei, was habe ich heute gelesen, bei Uerdingen haben sie den Marcel Esswein oder irgendwas, heißt er glaube ich, aussortiert. Oder der kann sich jetzt neuen Verein suchen. Uerdingen, ey. Aber das sind Stürmer und auch über 30, also für uns kommt der jetzt wohl eher nicht in Frage. Ja, eine Verpflichtung, die es auch nicht gab, war die von Niklas Sommer. Der war zwischenzeitlich mal heiß gerüchtet. Der ist von der zweiten Mannschaft von VfB Stuttgart, wenn ich mich richtig erinnere. Und da ging doch mal irgendwie auf Instagram oder irgendwas, hat er sich wohl schon im Wehentrikot ablichten lassen. War das das, was wir nicht gefunden hatten? Dann? Genau, das war dann wieder weg, das Bild. Ich hatte dann noch mit
mit dem Philipp Meisel geschrieben, der da für die Stuttgarter Zeitung, glaube ich, schreibt und auch da so die zweite Mannschaft im Blick hat und so weiter. Der wollte mal nachhören. Er hat uns eigentlich schon gratuliert, meinte, das wäre eine gute Verpflichtung, aber offensichtlich hat sich das erledigt. Also keine Ahnung, ob das tatsächlich mal was da dran war oder ob das aus irgendeinem Grund dann nicht zustande kam. Vielleicht hat er sich auch nur ein Trikot gekauft, Aber ja, weil er Fan ist oder weil er so. schon ein Kind, als Kind in SVW in Bettwäsche geschlafen Genau, hat. Ja, ja. genau. Oder es gibt ja auch, zum Beispiel, glaube ich, gestern irgendwie ein Bild gesehen von wen Spielern, die irgendwie so im Kraftraum waren und da hatte Lorch dann ein Ingolstadt-Trikot an, glaube ich. Also so manchmal hängen die ja auch in ihren getauschten Trikots irgendwo ab. Also würde ich jetzt nicht immer zu viel reininterpretieren. Oder das legendäre Bild von Steven Ruprecht im Eintracht Frankfurt Pokalsieger-Trikot. Womit man dich und Micha gut auf die Palme bringen konnte. Das Ja. war halt auch einfach nur, weil er mit Dani da Costa befreundet ist. Ja, aber ich würde sagen, jetzt haben wir auch den Grund gefunden, warum er Nicht spielen nicht mehr erste Wahl ist. Ja. sollte. SR5, SR5. Ja, dann Apropos kaufst du dir so Steven eine Ruprecht. SF5 Kappe, ja. Ja, genau, jetzt rühren wir nochmal da die Gerüchteküche um. Ich hörte, wie gesagt, das ist jetzt natürlich halt völliges Das Hörensagen. Kind ist von Redmann. Nein. Was kommt jetzt? Nein, das ist da wohl irgendwie gegen Ende der letzten Saison ein wenig Unstimmigkeiten gab und man wohl auch drüber nachgedacht hat, irgendwie Ruprecht abzugeben. Das würde so ein bisschen erklären, warum er jetzt nicht klar Stammspieler ist. Ja, weiß nicht, ist aber halt auch. Ja, Ne? also Ich möchte das auf keinen Fall jetzt irgendwie als Tatsache verkaufen. Vielleicht ist es auch ich Quatsch, hatte aber davon noch das gar ist, nichts gehört, zum ja. Beispiel. Manchmal schnappt man solche Sachen auf, aber keine Ahnung. Weiß nie, ob da tatsächlich jemand mal was irgendwie, weil er in Taunusstein in der Nachbarschaft von irgendeinem Spieler wohnt und mal irgendwo was mitkriegt oder ob es jetzt Quatsch ist. Ne? Weiß ich nicht. Ja. Genau, dann schließen wir mal die Kaderbetrachtung an der Stelle ab und gucken wir doch mal auf den Spielplan, oder? Jeder gegen jeden, überraschenderweise. Überraschenderweise müssen wir gegen jede Mannschaft, gegen jede andere Mannschaft zweimal antreten. Man sagt Irgendwie. das immer so, aber damals, als sie in Dänemark diesen Modus hatten mit dreimal gegen jeden, jetzt haben sie diesen Relegationsmodus, da muss es teilweise viermal gegen jeden spielen. Macht's lieber. Nein, solche Faxen machen wir hier nicht. Es ist weiterhin ein Hin- und ein Rückspiel. Gegen 19 andere macht 38 Spieltage, wie gehabt. Das Einzige, was sich in der Hinsicht geändert hat, ist, dass es dieses Jahr vier Absteiger gibt, im Gegensatz zu den dreien. Aber das ändert natürlich nichts an der Anzahl der Spiele. Und dass wir keine zweite Mannschaft mehr haben, das heißt, es können noch alle aufsteigen. Wenn sie wollen, Grüße an Zwickau. Richtig. Genau. Wobei es jetzt auch schon lange her ist, Das ist dass schon ein paar Jahre her, aber nee, aber auch, ich find's immer noch dass eine zweite geil. Ach Mannschaft so. mal oben mit drin war. Naja, gut, du hast letztes Jahr hat Bremen 2 auch so einen guten Start hingelegt. Ja, Bevor gut. wir die mit einem 0-0 mal richtig runtergekult haben. Und dann haben sie, glaube ich, Dann haben sie, sieben Spiele dann haben kein sie Spiel mehr ewig nichts gewonnen mehr oder was, gewonnen, oder naja. 20 oder Ja, irgendwie und was, dann ja. waren sie bei uns und hätten beinahe, ja, genau. Ja. Nein, aber es gibt den neuen Spielplan und auch die ersten, was sind es, glaube ich, 10 Spieltage sind terminiert. Das kann man natürlich wie immer nachlesen auf stehblock.de/u. Naja, ihr seht oben den Die Seite ist Slash übersichtlich. Termine. Genau, Ja. aber man kann auch einfach über den Menüpunkt Spielplan draufklicken. Und man kann das auch, das erwähne ich gerne nochmal, als Kalender fürs Handy abonnieren, also im iCal-Format oder auch im. Welche Formate gibt es sonst noch? Irgendwie XML oder sonst irgendwas. Das ist Was ein Google weiß denn Kalender, ich? also. Ist doch dein Kram da, Ja, ich meine, ich habe es ja schon bei dir schon ey. seit 100 Jahren schon abonniert. Ich mache richte das ja nicht mehr neu ein. Das geht ja dann immer automatisch weiter. Das ist ja das Schöne. So, also da sind alle Termine drin. Es geht los jetzt am kommenden Samstag mit einem Auswärtsspiel beim VfR Aalen. Ohne Peter Vollmann. Mit Luca Schnellbacher. Mit Lukas Schnellbacher, der jetzt gegen Stuttgart, glaube ich, sogar in einem Testspiel getroffen hat, also den VfB. Ja, dann das erste Heimspiel ist dann die Woche drauf an einem Sonntag. Achtung, sonntags 13 Uhr gegen Energie Cottbus, den Aufsteiger mit Pele Wollitz an der Seitenlinie. Ich freue mich drauf. Es gibt gute Schwingungen in der Ja, Arena. der Spinne.
Naja, gut. Das hast du jetzt gesagt. Das habe ich jetzt gesagt. Aber ich habe es auch gedacht. Ja. Ich bin optimistisch, dass er uns nicht zuhört. Was wir uns für Kackaufsteiger in die Liga geholt haben, ey. Ja, naja, so ist das. Dann gibt es gleich eine englische Woche. Mit einem Auswärtsspiel am Mittwochabend, 19 Uhr in Rostock. Ist mal sehr fanunfreundlich, ey. Wir werden mit so viel Bussen da hochgefahren und jetzt mal erst Mittwochabend. Ja, also statt den 25 Leuten, die an einem Samstag hingefahren werden, werden es jetzt wahrscheinlich nur noch, weiß nicht, 7 oder sowas. Wir waren da mal samstags zu 12. Oh, okay. Bei die beim Folge im Kleinbus fahren, ja, vielleicht fahren sie auch nur mit dem PKW, also mit dem Coupé. Ich weiß nicht. Das war schön damals, wie die Polizei uns gegen Einbahnstraßen da rausgefahren hat. Ja. Bis zur Autobahn. Wir bringen euch bis zur Autobahn. Wir haben hier sonst nichts zu tun. Das war toll. Jetzt können sie irgendwie so ein Auto rausbringen. Reicht. Ja, also da wird es sicherlich noch Platz im Gästeblock geben, wenn sie den Gästeblock überhaupt aufmachen. Ja. Den machen sie bestimmt nicht auf. Ja, das hat aber zur Folge, dass wir dann gleich am nächsten Wochenende schon wieder ein Heimspiel haben. Am Samstag, 11. August ist das dann, also die übliche Samstags 14 Uhr Zeit, gegen Eintracht Braunschweig. Dann kommt das Pokalspiel Freitagabends gegen St. Pauli, Freitagabend 20:45. Und dann die Woche drauf wieder Heimspiel gegen Unterhaching. Scheiß Unterhaching. Das heißt, wir haben jetzt im August wirklich an jedem Wochenende ein Heimspiel. So muss das sein. Wir haben lange genug gewartet. Das ist an sich schon ziemlich geil. Punkt. Das ist ziemlich geil. Ziemlich geil. Runter mit der Stimme, Punkt, fertig. Ja, jetzt jetzt auch noch bei schönstem Wetter. Schönes Wetter am Arsch, ey. Wo ist denn das schönes Wetter, ey? Ich will ins Stadion gehen, muss mir irgendwie ein Wasser für 5 Euro kaufen. Weil ich sonst zerfließe. Aber ist doch besser, als da sich immer den Bobbes abzufrieren irgendwie? Oder ja, es gibt ja auch anderes, als sich da den Bobbes abzufrieren oder da zu zerfließen. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist in 2 Wochen ja auch gar nicht mehr so heiß. Das weißt du doch jetzt noch gar nicht. Aber ich schimpf trotzdem schon mal drüber, das macht mir so. Tendenziell ist im August jedes Wochenende Stadion, das ist eigentlich ganz cool. Ja. Also. Weiß man eigentlich schon was, wie der Vorverkauf gelaufen ist bisher zu Pauli? Also Karten gibt es auf jeden Fall noch, ne? Es gibt auf jeden Fall noch. Ich habe heute mal in das Online-Ticketing reingeschaut, weil mich genau diese Frage hat mich auch interessiert. Und habe mal so drüber geguckt. Also jetzt was in den Stehblöcken ist, das siehst du jetzt noch nicht. Aber es sind alle 4 offen, oder? Ja, sind alle offen. Ausnahmsweise mal. Oder? Ich glaube schon, ja. Und auch was im der Gästebereich, der wird ja dann halt nur über den Gästeverein dann verkauft. Den hast du ja nicht drin. Ich denke mal, die haben wahrscheinlich schon ganz ordentlich verkauft. Es ist auch in dem W1, also das ist der Sitzplatz, der dann direkt an den Gästesitzplatzblock dann angrenzt, der ist auch schon fast ausverkauft. Da sind nur noch irgendwie... Okay, gut, da decken sich die Gäste dann. Da sind nur noch ein paar Einzelne. Das sind sicherlich dann Gäste, die einfach jetzt über die W1-Seite dann da jetzt sich Ticket besorgt haben. Oder halt Leute hier aus der Gegend oder sonst irgendwas, die jetzt nicht über St. Pauli bestellt haben, aber sympathisieren. Also der ist ziemlich voll. Dann W2, der Zentrale auf der Westtribüne, der ist auch, ich glaube, da gab es nur noch 5 einzelne Plätze oder sowas. Also der ist im Prinzip ausverkauft. Und W3, der ist auch ganz gut belegt. Also da sind so in den oberen Reihen noch irgendwie was frei oder sowas, aber ich kriege jetzt auch so zu 80% oder irgend sowas auch schon voll. Also da sieht's ganz gut aus. Dann W4 in der Ecke, da ist glaube ich noch ziemlich viel frei. Also da, wenn jemand noch eine Sitzplatzkarte hat, da gibt's noch genug. Und dann auch die beiden äußeren Blöcke auf der Haupttribüne. Die sind, glaube ich, auch noch ziemlich frei. Das eine ist so der Familienblock, oder? Ich weiß gar nicht, ob er das auch ist. Im Ja, genau. Ich glaube schon, ja. Familienblock, Freitagabend, 20:45. Ja, na gut. Gibt ja auch größere Kinder, die dann am Freitagabend dann schon mal mit. Stimmt. Du kannst ja nur bis 14 oder so da überhaupt als Kind durchgehen. Ja gut, der Familienblock wird ja nicht nur mit Familientickets bestückt. Also, glaube ich. Ja, was weiß ich. Ja, wie auch immer. Reden wir wieder über Sachen. Keine Ahnung, ja, genau. Die mittleren, also die teuren Plätze, die sind eigentlich auch ganz gut gebucht, was ich so gesehen habe. Aber insgesamt kann ich jetzt natürlich nicht abschätzen, wie viele das sind. Aber ich habe nochmal nachgeguckt, letztes Jahr gegen Aue in der ersten Runde, das waren ja keine 3.000, ich glaube, das waren nur 2.500 Leute oder irgend sowas.
War, glaube ich, auch noch Ferien. Weiß ich nicht. Könnte sein, dass es noch Ferien war. Und dann halt Aue ist natürlich jetzt auch nicht so ein großer Name. Das war dann eher dünn. Also mehr als das werden sie auf jeden Fall ausverkauft. Wahrscheinlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, irgend sowas in der Größenordnung 7.000, vielleicht wenn es gut läuft 8.000, das wäre schon ziemlich gut. Mal ein bisschen mehr als sonst auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Jo. Gut, dann weitere Spiele könnt ihr euch dann im Spielplan dann anschauen, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Kommen wir auch wieder bis dahin. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, das Auswärtsspiel in München im Grünwalder Stadion bei 1860 ist am Samstag, 22. September, was auch der Tag der Wieseneröffnung ist. Da habe ich ja noch weniger Bock, dahin zu fahren. Das ist endlich mal was los in der Stadt. und wir. wenn der SVB hinkommt. Ja. Da werden sie die Festzelte werden sie rot-schwarz einfärben, nur für uns. Ja, ich habe mir fest vorgenommen, dahin zu fahren und dann auf die Wiesen zu gehen und zu rufen, ohne Wehen wäre hier gar nichts los. Boah, du bist so ein Revoluzzer. Meinst du, das funktioniert? Ja, klar, laufe ich mit der Kamera hinten dran. Ja. Ich habe tatsächlich vor, mal gucken, ob das jetzt nicht an anderen Terminen oder Randbedingungen oder sowas scheitert, aber ich würde tatsächlich gerne hin. Ich brauche dieses scheiß Stadion noch. Ich war schon da, aber ich habe mich auch schon mit ein paar Leuten aus München lose verabredet, dass wir da zusammen hingehen. Beziehungsweise wenn, dann müsste ich das auch tatsächlich dann vorher irgendwie festmachen, weil denen müsste ich dann Karten mitbringen, weil ich glaube, bei den 60ern gibt es dann keine Gästekarten dann an der Tageskasse. Echt? Die gibt's auch für uns nicht? Ja, weiß ich jetzt nicht genau, wie das ist, aber weil die halt ansonsten weil halt da befürchten, immer voll ist, dass oder? Die halt, also halt auch die 60er-Fans das Stadion halt komplett fluten und halt alles kaufen, was auch egal, ob Gästeblock oder nicht. Ich von sag's daher ja, gibt's, ey, was keine Tageskassen bei denen. Kackaufsteiger. Auch an sich finde ich das eigentlich ganz cool. Diesen Scheichquatsch und sonst irgendwas, aber naja. Prost. Ach, danke, ja, braucht man ein Schlückchen Wasser hier. Ja, unser einer drückt da die Stummtaste. Ach, Quatsch, ist alles total authentisch. Bei hier. Dir immer... Ja, so. Gluck, gluck, gluck. Unverschämtheit. was ansonsten vielleicht noch auffällig ist, es sind... so von den anderen vermutlichen Aufstiegsfavoriten, die spielen wir alle in der Hinrunde auswärts. Also jetzt so Kaiserslautern, Karlsruhe, wenn man die mal so nennt. Wen haben wir sonst noch? Rostock möchte auch oben angreifen, also selbsternannter Aufstiegskandidat. Ja. Genau, die haben wir dann dementsprechend dann in der Rückrunde alle dann zu Hause. Letzter Spieltag ist übrigens gegen Uerdingen. Also dann am 38. dann, also finale Spieltag, dann auswärts in Duisburg spielen die diese Saison, haben wir ja schon erzählt. So. Sich aufstoßen hier. Jetzt, weil ich es dir eingeredet habe. Ja, danke. Ja, der kriegt der Grotifant eine Bierdusche, wenn wir da den Aufstieg feiern. Der Grotifant, genau. Ja, gut. So viel zum Spielplan. Dann, was haben wir sonst noch an spannenden Neuigkeiten? Philipp Müller hat noch einen neuen Verein gefunden, der ist auch der Liga erhalten geblieben. Der geht nach Münster. Erstaunlich, aber gut, vielleicht für ihn wirklich mal so ein Neuanfang ganz gut. Wieso, erstaunlich in welcher Hinsicht? Ich finde es erstaunlich, dass er in der Liga geblieben ist. Was hättest du erwartet? Ja, dass es vielleicht eins runtergeht. Echt? Weil, also die Anlagen hat er ja absolut. Finde ich auch. Aber er hat es ja nie auf den Platz gebracht. Ja, immer nur in einzelnen Szenen, abgesehen vom Spiel in Mainz. Ja, ganz will ich so nicht sagen. Ich meine, er hat schon ein paar gute Spiele gehabt, dann war er auch dann irgendwie mit Verletzung draußen und sowas. Ja, er hat es nie auf den Platz bringen können, was er wirklich konnte. Und gut, der braucht jetzt einen Neuanfang und vielleicht nochmal komplett mit neuer Einstellung richtig da dran gehen. Dann ist der auf jeden Fall ein guter Drittligaspieler, aber das hat er bisher halt nicht richtig gezeigt. Und deswegen habe ich gedacht, dass er vielleicht mit so einem ambitionierten Viertligisten eher. Ob ich eine Wette mit Müller mache oder mit Blacher? Torwette oder was? Ja, so eine Torwette. Machst du eine? Ich mache eine mit Micha und eine mit dir. Okay. So. Aber dass Müller viele Tore schießt, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja. Also Na, das, mehr als. da wäre ich eher bei Blacher zum Beispiel. Genau. Also ich würde sagen, Müller macht 5 Tore oder mehr. Naja, 5 ist ja jetzt auch nicht so viel. Aha. Also 5 traust ihm auch zu. Naja, gut, 5. Ich meine, 8? wenn wir mal nachgucken, wer bei uns letztes Jahr alles, der hatte ja bei uns letztes Jahr fast 5, oder? Ich Obwohl er nie gespielt hat. weiß gar nicht. 8 schon mal nicht. 8 ist zu viel, ne? Siehst du. Okay, Ich glaube, wir sind zu ähnlich, um ich deine Wetten. bespreche das mit Micha nochmal. Okay, Blacher. Ich mit meinem Ich Steuerberater. sag, Blacher trifft zweistellig. Das ist, sehe ich auch nicht als unmöglich, ehrlich gesagt. Also bin ich auch nicht wirklich gegen dich. Okay, gut. Ich sage ja immer noch, Brandstätter macht mehr als Schäffler. Aber glaubst du es auch? Nee, glaube ich nicht. Nee. Aber ich glaube, dass Brandstätte Mehr macht als letzte Rückrunde. vielleicht mehr Scorerpunkte Hochgerechnet. macht, weil der Scheffler einige auflegt. Das kann auch gut passieren. Ja, da sind wir uns, da sind die Meinungen nicht abweichend genug. Das bringt jetzt Scheiße, nichts, da jetzt irgendwie eine bescheuerte Wette zu machen. Das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn Micha wieder dabei ist. der Mann mit den kontroversen Meinungen, der gehört hier dazu. Genau, das ist ja viel zu viel Harmonie hier. Ja, furchtbar. Ja. Nur dafür haben wir uns den auch geholt. Pärchenkacke hier. Halt bitte. Okay, ja, was haben wir sonst noch? Morfza ist Kapitän. Ach so, genau, da sollten wir den Kapitänsfluch vielleicht noch erwähnen. Ja, ich habe ihn ja eben schon erwähnt. Hast du schon? Ja, aber wir haben ihn nicht erklärt. Also, ja, genau, also letztes Jahr war ja, wer war denn? Blacher war der, nee, Funk war der nominelle Kapitän, ne? Oder Blacher? Blacher war es. Funk war Davor war vorher. es Funk, also Genau. Blacher war dann aber die Saison, er ist in die Saison gegangen als Kapitän. Genau, und der hat dann auch kaum noch gespielt, Funk vorher auch schon nicht. Und davor, wissen wir das noch? Ich weiß nicht, ob er unmittelbar davor war, aber Nils Ole Boock hatten wir mal als Kapitän, der dann auch raus war. Das stimmt. Gab es dazwischen noch andere Hatten wir Kapitäne? dazwischen noch einen abgesägten? Ja, weiß nicht. Also Kapitän heißt auf jeden Fall nicht Stammplatzgarantie, so viel steht schon mal fest. Oder es geht rapide abwärts. Ja, also Beppo, toi toi toi. Genau, Stellvertreter sind Kolke und Scheffler. Und dann im Mannschaftsrat sind dann außerdem noch Watkowiak und Schönfeld. Aber auch da ist Ruprecht wieder raus, ne? Das stimmt. Der ist ja oft auch als Ersatzkapitän dann aufgelaufen, wenn die Ja. ersten zwei, glaube ich, nicht. Oder war er der Direkte oder der Dritte dann? Er Also hat auf jeden er Fall, war hat das dann ab auf jeden und Fall auch im zu. Mannschaftsrat, ne? Ja, das, Also, genau. Ja gut, ich meine, mit Stellvertreter Kolke, da bist du auf der sicheren Seite, dann immer, klar. wenn jetzt nicht irgendwie, wenn nichts dazwischen kommt, dann spielt er ja immer. Genau. Ja, Scheffler eigentlich auch. Also. Gut. Was gibt es denn sonst noch Interessantes? Die U17, also quasi die zweithöchste Jugendmannschaft. Die ist aufgestiegen in die B-Junioren-Bundesliga. Das hatten wir ja schon. Nee, wir hatten berichtet, dass sie in diesen Aufstiegsspielen sind gegen Schifferstadt. Da haben sie sich mit 5:1 und 4:2 durchgesetzt. Und die spielen dann also jetzt B-Junioren-Bundesliga. Es geht gleich los dann am 11. August mit einem Auswärtsspiel in München bei den Bayern. Bei der Miro Klose-Mannschaft, oder? Richtig, genau. Ja. Jetzt, ab jetzt trainiert von Miro Klose. Und das wird dann tatsächlich ganz interessant, weil jetzt gerade aus der letztjährigen U17 sind ja auch nicht mehr so viele dabei. Da sind jetzt halt manche jetzt halt auch quasi rausgewachsen. Das heißt, da sind jetzt viele aus der letzten U16. Also die haben eine U17 und eine U16, die halt, was ist das, Verbandsliga oder irgendwas bis jetzt gespielt haben. Und ein paar haben sich jetzt halt noch dazu geholt, jetzt hier so aus dem Umkreis. Also ich habe gesehen, dass irgendwie jemand von, also ich glaube aus Rot-Weiß, von Rot-Weiß Frankfurt, irgendwo aus Mainz, aus Darmstadt, aus Offenbach, also halt hier so aus dem Rhein-Main-Gebiet, haben sie irgendwie noch ein paar Jungs halt noch dazu verpflichtet. Ja, klar, da geht es natürlich auch nur um den Klassenerhalt. Und wie angekündigt, ist jetzt Nils Döring Trainer der U17. Genau. Kommend von der U19. Richtig. Wer die U19 jetzt trainiert, weiß ich gar nicht, muss ich sagen. Den Namen habe ich jetzt Uff, gerade kann nicht ich im den nicht Griff. auswendig sagen? Haben die nicht getauscht sogar? Nee, Ne, der ach aus der so. U17, der ist ja zur Eintracht Frankfurt Ach gegangen. so. Der, wie heißt der, Damir Agovic oder irgendwas, glaube ich. Der ist jetzt bei Frankfurt, bei der Eintracht und hat da die U15 übernommen. Und trifft mit der, glaube ich, gleich auch, weiß ich, einen der ersten Spieltage dann auf wen wieder.
Weiß nicht, ob es gleich am ersten oder am zweiten war oder sowas. Dann die U16, also die sozusagen die zweite B-Jugendmannschaft, die ist aber übrigens auch aufgestanden gestiegen aus der Verbandsliga jetzt in die Hessenliga. Interessanterweise am grünen Tisch. Da gab es wohl, ich weiß nicht, wer da jetzt die möglichen Gegner gewesen wären, aber die haben auf eine Relegation verzichtet, habe ich gelesen. Wunderbar. Warum die da keine Lust drauf hatten, ob denen das dann zu viel Fahrerei ist. Bis, dann machen wir es halt selber, gell? Ja, haben die unseren vermutlich dankbar angenommen. Ich glaube, das generell natürlich ist der Wunsch, dass jede Mannschaft so hoch spielt, wie es halt geht. Ist ja klar, ich meine, so halt als ja, spricht jetzt bei uns ja auch nichts dagegen. Also, ja. Dass der SVW da versucht, seine Jugendteams so hoch wie möglich zu kriegen. Ja, natürlich. Genau. Ja, dann sollen wir noch ein bisschen was über den FCK erzählen. Oder ist das eigentlich auch schon alter Käse? Was interessiert mich dann der FCK? Ja, weil die halt hier auch irgendwie, sie haben sich hier beim SVW hin so ein bisschen beschwert, irgendwie, dass die halt auch hier gerade mit dem Rettungsschirm und dieser Zusatzzahlung und sonst irgendwie halt, aber das haben wir das nicht letztes Mal schon thematisiert? Ich weiß es gar nicht mehr. Das kann ich dir auch nicht genau sagen, aber naja, machen wir es einfach kurz. Die haben ein paar Spieler, die wir wahrscheinlich auch gerne gehabt hätten. Genau. Dafür haben wir ja bisschen was von hinten auch abgegraben, so letztlich. Vermutlich das, was sie nicht mehr haben wollten. Genau, die sie so aus der letzten Saison nicht mehr haben wollten, Lautern trotzdem Top-Favorit auf den Aufstieg. Wir hoffen, wir können sie ärgern. Nächstes Thema. Genau. Wenn wir bei Aufstiegsfavoriten schon so sind, einen kurzen Blick auf die fantastische Saisonprognose von Liga 3 Online. Ich finde, das hast du so wunderbar visualisiert. Ich habe das mal hier, weil die Prognose habe ich auch gelesen, aber das ist mir gar nicht aufgefallen, das, was dir so aufgefallen ist. Ja, ich habe einfach gedacht, oder mir fiel auf, dass sie eigentlich nie irgendwie bei einem Verein geschrieben haben, Platz 1 oder sowas. Das ist halt immer so eine Spannbreite, irgendwie Platz 6 bis 10 oder sonst irgendwas. Und der einzige Verein, der auf Plätze 1 bis 4 getippt wurde, das ist Kaiserslautern. Und der einzige Verein, der dann noch auf den zweiten Platz noch getippt wurde oder prognostiziert wurde, auf Platz in dem Bereich 2 bis 5, das ist tatsächlich der SVW in Wiesbaden. Und dann gibt es noch so mit Braunschweig und KSC und Rostock 3, denen es zugetraut wird, bis auf Platz 3 vorzudringen. Ah, KFC Uerdingen Platz 4 bis 11 oder Platz 4 bis 12, auch eine schöne Spannbreite. Spannbreite. Ja, ist das richtig? Egal. Bandbreite. Oh, ich glaube, ich habe Spannweite und Bandbreite vermischt. Ne? Spannbreite ist, glaube ich, kein Wort. Da füllen wir es jetzt neu ein. Das ist ja unser Podcast. Ja. Wir machen hier, was wir wollen. 1860 wird noch so auf Platz 5 bis 9 getippt. Ich habe ja tatsächlich Angst, dass Uerdingen noch höher kommt. Ja, das ist natürlich. Die haben so ein furchtbares auf den Sack gehen Potenzial, finde ich. Ja, klar. Ich meine, haben jetzt natürlich auch nochmal da einige Prominente auch geholt. Großkreuz Aigner, ey, was holen die denn für Leute? Ja, genau, diese. Ist halt die Frage, wie schnell das tatsächlich zu einer Mannschaft wird, aber der Trainer. Die Stefan haben leider Klima einen guten Trainer. Das ärgert mich auch noch. Ja. Noch ein Wort zu dieser Saisonprognose da von. Prognose von Liga 3 Online, lustigerweise auch keinen einzigen Verein auf Platz 20 getippt. Also es gibt ein paar, die so offensichtlich Kandidaten für den Abstieg sind, nach deren Meinung. Also Lotte und Groß Asbach werden da so in den unteren Bereichen genannt. Zwickau eher so bis Platz 17. Ja, 17 wäre ja auch schon der erste Abstiegsplatz dieses Jahr. Ne? Ja. Aber ich weiß, vielleicht auch eng werden und weiß aus sicherer Quelle, irgendwer wird 20. Ja, auf jeden Fall. So viel steht fest. Ja. Für uns schon. Ja. Nee, da wird jeder, die haben ja Experten für jeden Verein, da wird jeder Experte seinen eigenen Text geschrieben haben und sich dann nicht mit den anderen abstimmen. Hier, wenn du Uerdingen noch eins höher tippst, dann kann ich Lautern auch noch eins höher tippen. Wahrscheinlich. Ja. Gab es offensichtlich keine Schlussredaktion dann. Ja. Völlig überschätzt. Naja, mal gucken. Ich werde mir auf jeden Fall das hier mal aufbewahren und dann werden wir dann mal am Ende der Saison gucken, was davon zutreffend war. Ja, das werde ich mit deinen Tipps genauso machen. Ja. Touché. Genau, apropos Tipps. Die sind ja bald einsehbar.
Nochmal der Hinweis, das Tippspiel ist neu gestartet. Wer uns hier zuhört und noch nicht beim Tippspiel mit dabei ist, ist herzlich eingeladen. Es kostet nichts. Es findet ihr entweder verlinkt auf der Homepage, also stehblock.de, da ist das irgendwo drin, oder direkt einfach bei kicktipp.de/stehblock. Ich finde es toll, wie gut du deine eigene Seite heute kennst. Das irgendwo da bei stehblock.de und wie heißt das nochmal, wo der Google-Kalender ist? Danke, Sonja. Jedenfalls, da könnt ihr noch mitmachen. Es gibt bestimmt auch wieder irgendwas zu gewinnen. So viel. Wir fragen einfach mal den Verein. Wir fragen. Und in den letzten Jahren war da immer sehr kooperativ. Im Laufe der Saison fragen wir mal nach. Und falls aus irgendeinem Grund der Verein nichts geben kann oder möchte, hätte ich bestimmt noch das ein oder andere Schmankerl, was ich stiften würde. Alter, wir können so Quatsch verlosen. Irgendwie so die leere Wasserflasche von unserer Aufnahme und so. Sachen, die so ideellen Wert haben, da unterschreiben wir noch alle drauf. Und so, der Micha beißt doch mal rein, wenn er wieder böse wird, weil wir irgendeinen Mist erzählen. Okay. Ja. Oder oder die kaputte Technik. Oder wenn das erste Headset ist. Oder deine original SR18 Snapback-Kappe. Moment mal, die ist ja im Einsatz. Achso, okay. Da muss mir schon meinen Kopf mitverlosen, gell. Das muss nett sein. Okay. Du kannst deine SR5 Snapback verlosen, die du dir bis Samstag noch exklusiv anfertigen lassen. Mir noch sticken lassen, ja. Im Kleinigkeiten Online-Shop. Oder wie heißt der? Ja, Kleinigkeit-Info. Ja, genau. Gutes Zeug. Habe ich auch noch eine andere Kappe von. Ja. Genau. Dann sind wir ja eigentlich auch schon mittendrin in der Rubrik Buntes. Wir haben am Anfang. Wir haben sie eigentlich diesmal ganz am Anfang gestellt. Ne? Ganz am Anfang schon gehört. Das übliche Ritual, die Neuzugänge müssen sich erstmal zum Brot machen. Diesmal bekamen sie Unterstützung von Spielern, die schon. Also von alteingesessenen Hasen. Alteingesessenen? Oder alten Hasen? Alteingesessene Hasen ist, glaube ich, nicht viel. Du bist gut drauf, bitte. Mach weiter. Ja, die Hitze fordert langsam ihren Tribut. Die fordert ihren Zoll. Jedenfalls. Was wolltest du sagen? Mussten die da halt da irgendwie singen und offensichtlich die eine Gruppe, die sich da dieses, wie heißt das, phänomenal von? Pietro Lombardi, das ist auch irgendein DSDS-Ausgeburt, ne? Das kann man eigentlich genauso sagen, das stimmt. Und Vater von Alessio. Okay, ich sag dir jetzt nichts. An der Stelle bin ich schon raus. Jedenfalls, das haben die da performt und dann auch noch gleich dazu hier irgendwie einen krassen Dance dazu irgendwie, den sie sich wohl vom Video abgeguckt haben oder irgendwas dann dazu noch performt. Wer sich das nochmal anschauen möchte, das gibt's dann irgendwie hier auf den einschlägigen Kanälen vom SVW, irgendwie, ich glaube, auf YouTube und auf Facebook haben sie es relativ Instagram, ausführlich hochgeladen. Ja, überall. Ja, gut, bei Instagram, es war ja dann, sie haben eine Instagram-Story draus gemacht. Instagram-Story? Ich glaube auch die Spieler halt, die das dann sofort irgendwie gefilmt haben und dann direkt auf die Story und haben dann, glaube ich, Pietro Lombardi dann da auch verlinkt. Also von wegen so, hier, wir singen da ein Lied. Ja. Und der hat dann wiederum direkt darauf reagiert. Der hat darauf reagiert. Und das habe ich dir auch als Soundfile und abgedeckt. Das hören wir uns jetzt an. Einmal ein riesen Dankeschön an Wien Wiesbaden. Ihr habt mega phänomenal performt. Vielen, vielen Dank, wirklich. Und viel Glück für die nächste Saison. Aber der KSC muss aufsteigen. An dieser Stelle, ihr könnt's weiter werden. Peace. Jo, Peace. Ich werde jetzt auch so reden im Podcast. Wir können es auch voll so machen, peace, dass wir Erster werden und KSC Zweiter. Was hältst du davon? Ja, Peace. Ja, krass. Ja. Okay. Also danke, Pietro Lombardi. Und alles Gute, was auch immer du sonst tust. Wenn dir uns den Aufstieg wünscht, das sollen wir machen. Kann ja nicht mehr schiefgehen. Ja. Aber ist ja nett, dass er da reagiert. Nee, aber es ist ja auch dieses Ritual, was mich immer so ein bisschen gruselt, wenn ich denke, dass ich da mittendrin wäre. Aber na gut, sollen es machen. Dass die Neuzugänge singen müssen. Da habe ich mich gefragt, warum haben wir das mit Micha nicht gemacht, als wir den hier neu in den Podcast geholt haben? Oh. Ah. Fantastisch. Haben wir verpasst, ey. Schade. Ja, ich glaube, jetzt ist er zu etabliert. Quatsch. Ne? Jetzt kriegen wir das nicht mehr. Ist ja schon die Hälfte der Zeit, ist ja schon hier Stammbesetzung. Das können wir jetzt, glaube ich, nicht mehr machen. War wäre schön gewesen. Ja. Sucht sich irgendwie was aus und es hat auch nicht bei allen Gruppen so gut geklappt, wie jetzt bei dem Boygroup 5er, den wir gehört haben.
Aber ich glaube, da war noch eine Gruppe, die Backstreet Boys sich irgendwie ausgesucht hat. Da hat Alf Minzel noch so ein bisschen performancemäßig was Oh, rausgeholt, die haben verkackt, oder was? aber da hat sich so, Niklas Dahms hat sich so hinter der Hoteldeko versteckt, damit er nicht so mitsingen musste und Okay. so. Die sind nicht so aus sich rausgegangen Ja. wie da die Buben. Na gut. Kann ich nur verstehen, also auf jeden Fall. Hätte ich genauso gemacht. Hätte ich mich auch hinter die Aber Pflanze verdrückt. immerhin durften sie in Gruppen singen, ne? Also Ja. häufig ist das doch so wohl irgendwie, ich glaube, dass die Leute dann Jetzt irgendwie auch, ja. alleine irgendwie, keine Ahnung, sich erstmal auf Stuhl stellen und irgendwas trällern müssen. Ich glaube, der Trainer hat angeordnet, dass sie das durchmischen und dass da die Etablierten ein bisschen helfen sollen. Ja gut, ich meine, klar, Trainingslager, das ist ja dann auch gleich mal so halt kennenlernen und Teambuilding und sonst irgendwas, ne? Teambuilding hier im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Also das, ja, gut. Statt Abenteuerurlaub zusammen wird halt gesungen. Dann habe ich hier noch einen Link. Den packen wir einfach in die Shownotes. Das fand ich ganz nett, so auf dfb.de. Die haben da irgendwie so vor Saisonstart jetzt auch nochmal irgendwie so alle möglichen, was ich, Rekorde und Bestmarken und Hast du dies ein und das. Alf-Minzel-Special gebaut? Ja, nee, nicht nur, ja, der taucht da sicher auch auf, aber halt alles Mögliche mal so zusammengesammelt. Also wer sowas mag, das verlinken wir mal. Dann kommen wir so zum Abschluss noch zu ein paar ehemaligen. Zumindest zwei hätte ich hier so im Angebot. Ja, und noch ein paar Vereinswechsel. Nur zu. Ja. Unser Freund Aziz Buhadus Das ist so bitter. hat ja ein bisschen unglückliche Zeit gehabt. Er war ja bei der WM mit Marokko. Was an sich ja natürlich eine großartige Sache ist. Und dann wird er im ersten Spiel gegen den Iran eingewechselt. Es stand 0-0 zu dem Zeitpunkt. Und in der 95. Minute passiert ihm ein Eigentor zum 0-1. Womit dann Marokko verliert. Also das ist schon. Wir haben uns doch so hart gefreut, dass der im Panini-Album ist als Ex-Wehen-Spieler. Ja, natürlich. Das haben wir jetzt davon. Das haben wir jetzt davon, ja. Das war doch schon ein bisschen traurig. Hat, glaube ich, noch einen zweiten Einsatz bekommen. Wer war da noch in der Gruppe? War das die Gruppe mit Spanien und Portugal? Waren die da? Ich glaube ja. Ich glaube, Ja, ich meine ich schon. glaub, gegen einen von den beiden wurde auch nochmal eingewechselt oder sowas, Ja. aber das war es dann auch. Der wurde jetzt gerüchteweise mit Uerdingen auch in Verbindung gebracht, übrigens. Gut, wer nicht. Das würde aber zu Uerdingen passen. So, Das würde zu wir haben Uerdingen jetzt noch einen passen. WM-Teilnehmer hier gerade. Genau, wir haben gerade noch ein bisschen Geld übrig. Ach, wir haben da noch Geld gefunden Ja, hier. nachdem sie ja auch jetzt wie gerade heute berichtet, Vielleicht kriegen sie die doppelte Überweisung, vielleicht kriegen sie eine zurück. Ja, genau. Bin mir sicher, diese Delikte haben. Ja, guck Ja, mal da das ist schon ein hier. bisschen eklig, ne? Wenn man sich da irgendwie so als Aufsteiger dann da irgendwie so fast schon hochkauft, ne? Alles. Ja, und nicht die Ersten, die das machen. Nee, aber das darf eigentlich nicht belohnt werden, ne? Nee, überhaupt nicht. Ja. Also, ja. Na gut, wir schauen mal. Wir werden beobachten, wie sich das entwickelt. Zwangsweise. Dann gab es neulich mal noch einen Artikel über Kevin Schindler, an den sich vielleicht der ein oder andere noch erinnert. Der war ja, wie lange war er bei uns? Ich glaube 3 Jahre, oder? War das echt so lang? Ja, das Das ist war. ganz schön viel für einen Wehenspieler. Und auch ganz schön viel für Kevin Schindler, der auch ab und zu mal gewechselt hat. Und ich habe gesehen, tatsächlich die meisten Einsätze hat er sogar tatsächlich bei uns gehabt. Also sogar noch Okay. mehr als bei, wo kam er ursprünglich her? Bremen oder St. Pauli oder was? Bremen, glaube ich, ne? Da. Oder wo war er am längsten? Eine von Ich den merke beiden. gerade, dass ich den schon fast wieder komplett verdrängt Ja, habe. ist jetzt auch schon wieder. Wie lange ist es jetzt ja auch schon wieder her? 2 Jahre oder eine Saison? Wie lange ist er jetzt weg? Es durfte die Frühlingszeit gewesen sein, als er dann weg ist, ne? Ja. Ja, 2 Jahre sind er weg jetzt, ne? Genau. Ja, der war ja zwischendurch, das haben wir glaube ich auch mal irgendwie letzten Sommer oder sowas berichtet, der ist in die USA gegangen zu. Sind wir gut vorbereitet auf uns? Wo war er denn? Ich komme gerade nicht, mir liegt's auf der Zunge. Du warst bestimmt auch schon mal da. Nee, denn in den USA habe ich noch nicht viele Grounds. Also eigentlich genau nur einen. Und einen in Kanada. Cincinnati. Cincinnati! Ich war schon mal in Cincinnati, aber nicht in dem Ground. Siehste? Ja, oder in dem Stadion, genau.
Cincinnati war es. FC Cincinnati. Da war er, aber. Also, das ist mir jetzt nicht gekommen, ich habe es nachgeguckt. Ja, ja. Offensichtlich auch schon seit dem Winter dort nicht mehr. Also seit dem Ende der letzten Saison, wie sie dort, die spielen ja im Kalenderjahr. Und war jetzt seitdem auf Vereinssuche. Und jetzt, gerade kürzlich, habe ich gelesen, er ist jetzt, das ist jetzt wieder dein Metier, in die zweite niederländische Liga gewechselt, zu Cambuur Leeuwarden. Da war ich auch schon mal. Ja, das ist da auch in Friesland da oben, ne? Das ist relativ weit nördlich, ja. Ja, genau. Da komme ich vielleicht auch nochmal irgendwann vorbei. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Ja, genau. Mal gucken. Ja, was haben wir ansonsten noch? Dann hier von den Ex-Wehenden Aykut Öztürk. Der ist ja ganz tief gegraben. Der jetzt letztens Zwickau war. Der geht jetzt nach Orduspor. Also man kommt schnell drauf, das ist in der Türkei. Ich musste aber echt wühlen und das war gar nicht so leicht. Ich glaube, die sind in der vierten türkischen Liga. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Ich bin nicht ganz sicher. Vielleicht weiß es ja jemand. Vielleicht weiß es jemand. Falls da jemand sich auskennt oder recherchieren möchte, wo Orduspor gerade spielt oder sonst irgendwie Kontakt zu Aykut Öztürk hat oder sonst irgendwie ein Interesse, lasst es uns wissen. Schreibt uns auf den üblichen Kanälen. Mail, Twitter, Facebook, Instagram, was gibt's noch? Das ganze Zeug, da könnt ihr uns überall. Der Postweg. Der Postweg, wenn ihr uns im Stadion seht. Genau, Fax habe ich nicht mehr. Schreibt uns eine Postkarte. Genau. Nee, also, wenn das jemand weiß, das würde mich tatsächlich interessieren, ob ich das richtig mir zusammengereimt habe. Dann Sufjan Benjamina, der ja auch bei Hansa Rostock keinen neuen Vertrag mehr hatte, der ist zu Pogoń Szczecin gewechselt. Nach Polen. Interessant ist dort, der Trainer ist Kostas Runjaric, den wir auch noch kennen. Aber der hatte jetzt eine schwere Verletzung im Training, der Benjamina, der hat sich irgendwie einen Schädelbruch oder irgendwas zugezogen bei irgendeinem Zusammenstoß oder war es im Trainingsspiel oder im Testspiel, das weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls jetzt noch in der Saisonvorbereitung. Das hörte sich ziemlich ernst an, irgendwie, dass er anfangs auch auf dem einen Auge nichts sah, aber das ist wohl offensichtlich kein Nerv beschädigt, das war jetzt einfach nur wohl... Klang dann am Ende doch irgendwie wegen, so von wegen, er wird wieder... Ja, ja, also es klang so als ich weiß nicht, hattest du den Link rumgeschickt oder war das Micha? Aber das war, ja, genau. Ja, am Anfang war echt, las ich das ziemlich übel. Klang sehr bedrohlich, irgendwie an mehreren Stellen sogar irgendwie gebrochen oder irgendwas. Also, ja, aber das muss am Ende dann doch recht hoffnungsvoll, dass er irgendwie wieder fit ist. Genau. Wir wünschen gute Genesung. Auf jeden Fall. Auch wenn er das Tor gegen uns gemacht hat, ne? In diesem schrecklichen Heimspiel gegen Rostock. Das stimmt. aber das... Hat damit nichts zu tun. Das hat damit nichts zu tun, ja. Deswegen wünsche ich ihm natürlich trotzdem nichts Schlechtes. Nein. Um Gottes Willen. Fabian... Aber das ist meine letzte Erinnerung an ihn. Das wollte ich damit sagen. Ja, richtig. Nee, Fabian Franke, von dem haben wir noch nichts Neues. Der ist ja bei Halle aussortiert. Da habe ich noch keinen neuen Verein gehört. Genauso wenig wie von Marcel Ziemer. Mal gucken, ob der noch irgendwo unterkommt. Und Max Reule, der hat in Groß-Asbach verlängert. Das habe ich noch aufgeschnappt. Wird aber wahrscheinlich wieder Nummer 2, oder? Wahrscheinlich, ja. Es war ja letztes Jahr ganz knapp. Da war es ja bis kurz vorm ersten Spieltag, dass der Trainer, glaube ich, gesagt hatte, mal gucken, wen ich spielen lasse. Und dann ist er knapp die 2 geworden. Ja. Habe ich jetzt aber, glaube ich, nichts Gegenteiliges gehört, dass er jetzt auf dem Weg zur 1 ist. Wahrscheinlich erstmal auch nicht. Ja. Weiß ich auch nicht. Werden wir sehen. Gut, dann überlasse ich dir hiermit die Hassrubrik. Wären wir eigentlich nur noch in der Hassrubrik. Ich bin so gut drauf. Komm. Du bist so gut drauf. Mach du die Hassrubrik. Ich bin Pokalsieger. Das will ich. Das hat mir übrigens auch ein tüchtiges Sümmchen eingebracht. Das Endspiel bei Tipico. Ja, ich habe dich ja schon mal gefragt. Du hast mir, glaube ich, davor schon gesagt, du hast auf die Eintracht getippt. Mhm. Und ich war eigentlich der Meinung, dass man mit einem 10-Euro-Tipp auf die Eintracht sich locker danach eine Eigentumswohnung kaufen kann. Nee, ganz so nicht. Aber die Quote war, ich weiß gar nicht mehr. Bestimmt geile Quote. Meinst du zu 12 oder so? Ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Was, wenn du bedenkst, dass zwei Mannschaften nur gewinnen können, ist das eine abgefahrene Quote. Ja, ja, also. Hast du alles richtig gemacht? Ich weiß nicht mehr, wie viel, jedenfalls habe ich ein Stück von meinem Urlaub damit bezahlt. Ja. Nicht den ganzen. Aber. Und die nächsten Wetten.
Genau. Glücksspiel kann süchtig machen. Ja, richtig. Kids don't try this at home, oder wie war das? Genau. Wir sind hier nicht bei 93. Nein. Ja, wir machen ja keine Werbung für Kommt noch. Glücksspiele. Wir lassen uns übrigens auch nicht bezahlen. Nach dem Outro. Wir betteln auch nicht um Geschenke. Nee. Wir haben keine Amazon-Wunschlisten, nix. Ja, werbefrei, keine Paywall. Also hier ist. Wir gucken auch kein Angeln live. Was machen wir? Gucken kein Angeln. Ja, genau. Ich höre jetzt kein 93 mehr. Seitdem die jetzt von einem Wettanbieter gesponsert werden, bin ich raus. Achso, ich habe die, als die noch in kleinen Clubs gespielt haben, fand ich die gut. Ja, genau, damals noch. Ja, ja, so. Ja. Die alten Sachen fand ich ja noch ganz gut, die neuen nicht. Ja, so Mainstream-Scheiße. Ja, genau. Komm, mach das Rubrik. Aber falls uns jemand im Stadion mal zu einem Kaltgetränk einladen möchte, sagen wir trotzdem nicht nein. So fängt das immer an. Ja. So, hier, wo ist mein Bier? Genau. Ich habe mir schon mal eins bekommen. Oder zweimal sogar schon. Ich glaube. Ja. Ich trinke ja kein Bier. Du kriegst dann dein überteuertes Wässerchen. Genau. Ja. Oder eine Cola Light. Richtig. Genau. Ja, Hassrubrik. Stadion, da sind wir eigentlich schon ganz richtig. Scheiß Stadion. Ich muss mich ja mal ein bisschen hier mal wieder über unseren Ordnungsdienst oder die unsinnigen Anordnungen, die da irgendwie umzusetzen versuchen, da muss ich mich jetzt mal ein bisschen aufregen. Jetzt am Samstag. Beim letzten Samstag, bei dem Spiel gegen die Eintracht. Na, war ja bekanntlich auch Fanfest. So. Da war ich dann auch dort mit Familie und mit Freunden und dies und das. Ich bin zwar tatsächlich, weil ich meine Dauerkarte im Stehblock habe, bin tatsächlich zwar dorthin gegangen. Aber weil wir halt noch Karten für den Familienblock kaufen wollten, liefen wir dann da halt an den Eingang. Und man denkt ja so, ich bin ja jetzt nicht so gewohnt, ich gehe ja normalerweise nicht an die Kasse, aber wir dachten, gut. Das ist auf der Osttribüne, also geht man auch da an die Kasse und holt sich da die Karte und geht da rein. Die Karte haben wir tatsächlich da bekommen, aber wir durften dort nicht rein. Weil das ist ja jetzt O9, der Familienblock, also halt der auf der Nordseite sozusagen. Das heißt, man müsste da quasi da hinter der Osttribüne daherlaufen und angeblich, weil da der Mannschaftsbus sei oder sonst was. Ja gut, der ist ja meistens gesperrt, also kommst du ja gar nicht durch. Da sind ja die Tore zu. Genau. Ja. Waren sie aber nicht. Okay. Also nach dem Spiel waren sie zu, du bist ja nicht mehr rübergekommen, da war ja noch dieses Pseudo-Fan-Mannschaftstreffen, da waren die ja auch zu, bis die Eintracht weggefahren ist zum Beispiel. Also du wärst ja dann nur zum Fanfest gekommen, auch wieder außenrum übers Stadion. Das kommt gleich, das ist halt zweimal eine Erzählung. Okay, so. Ich habe nichts gesagt. Fang doch mal an zu fluchen, ey, das ist die Hassrufe. Nein, also das hat mich dann schon erstmal aufgeregt, weil dann standen wir halt da und da mussten wir halt einmal rum. Na, Eingang 3, der zur... da zum, wie heißt das, Gustav-Stresemann-Ring daraus? Ist der an der Straßenseite? Ja, an der Seite, ja, der ist ja, also direkt hinter der Nordtribüne, der ist ja wie immer nicht offen. Sah da aber, hat den jemals jemand offen gesehen eigentlich? Ja, schon lange her. Also ich glaube, das letzte Mal beim Pokalspiel war tatsächlich offen. Aber da, da war dann noch hier mit Flatterband groß abgesperrt und sonst irgendwas. Ich sah aber meinen Kumpel, der auf mich wartete, weil ich eben so lange brauchte, weil wir dann noch in der Ticketschlange ja so lange brauchten. Den sah ich da und weil er mich bei meinen Rufen nicht hörte, bin ich halt näher an den Zaun gegangen und mir Bescheid zu sagen. So. Dafür hat sie dann Zeit, dass dann da so ein blöder Ordner oder eine Ordnerin kommt, um mich da von diesem Flatterband wegzuschicken, irgendwie so von wegen, hier ist gesperrt hier. Ich kürze deine Geschichte mal ab. Gunnar hat jetzt leider Stadionverbot für die nächste Saison. Nein. Und wir suchen einen, der den Stehblock macht und mit mir Podcast. Und dann, dann sind wir rein. Dann durfte man natürlich problemlos einmal hinten durchlaufen, ne, zu diesem. Ja, dann läufst du den Weg ja theoretisch wieder zurück, ne? Ja, ganz genau. Ja. Da drin war dann überhaupt nichts gesperrt. So, weil du konntest dann da vorne, da war ja dann da irgendwie hier mit Ferz und Tralala, hier mit, hier, was weiß ich, mit Eisstand und mit Torwandschießen und weiß nicht was alles, konnte man völlig problemlos da reinlaufen. Also wir hätten ja auch von vornherein da rein können. Überhaupt niemanden gestört. Aber nein, wir mussten da einmal komplett außen rum. So, und nach dem Spiel, also wir haben uns in der Halbzeitpause dann da vor O9 wieder getroffen, okay, alles gut. Und nach dem Spiel wollten wir uns eigentlich auch wieder vor O9 treffen. Ging da nicht, da haben sie dann direkt da nämlich abgesperrt, keinen reingelassen. Habe ich gemeint, ja, gerade eben kam noch per Lautsprecher noch die Durchsage, kommt doch alle bitte noch zum Fanfest, zu dem Festplatz da hinten. Ja, müssen wir außenrum gehen. Gut, ich sage, okay, fantastisch. Ja, also außenrum, aber hat man es dann zwischenzeitlich telefonisch verständigt, ja, und dann der Rest unserer Gruppe, der ging dann halt auch den normalen Eingang dann raus und wir wollten dann auch gar nicht mehr zum Fanfest. Aber als ich dann da oben lief, sah ich dann, mittlerweile war dann dieses Gitter halt
wo sie uns vorher noch aufgehalten hatten. 5 Minuten später war es wieder weg und man konnte da durchlaufen. Also, wollen die mich verarschen oder was? Was soll das denn? Jetzt. Was soll das denn? Also, das ist doch reine Schikane. Wo ist denn da der Quatsch? Also, da war auch weit und nur, breit kein. Ich glaube, einfach nur Dummheit da, weil es die eine Hand nicht, was die wie, andere wie macht. Kann denn da auch, da kann doch überhaupt kein Bus doch gestanden haben. Hast du da den Bus der Eintracht gesehen? War der da? Wie soll der denn da reingekommen sein? Der hätte ja über dieses Fanfest dann da rückwärts ja, reinfahren ja, genau. Müssen. Ich glaube aber, dass der oben stand, dass die trotzdem da unten abgesperrt hatten. Weil wir waren ja schon mal, wir waren doch mal unten in der Mixzone. Ja. Und die Mixzone geht da unten raus, ne? Ja. Da ist der Ausgang. Genau, ja. Einer normalerweise der stehen da die Mannschaftsbusse, aber ja. da konnte doch gar ja, kein ja, Bus nee, da, stehen, weil nee, da nee, da stand doch kein Bus. Dieses, ich habe den, als ich ging, habe ich der den stand auch ja den, oben auf dem Parkplatz. Ich habe den auch noch kommen sehen, den, ja. den Mannschaftsbus von Eintracht, aber der konnte ja nie und nimmer dann da unten nee, reinfahren, nee. Weil ja eben dieses Fanfest davor war. Ja. Da kann der Bus ja nicht durchfahren. Er kann schon. Das also ist so das auch ein völliger Unfug, dann da abzusperren vorher und nachher? Also was sind das denn für unsinnige Ansagen da? Ich habe auch noch gefragt, was das denn soll, weil da steht überhaupt kein ja, Bus. Gut, da sagt sie, ja, das ist Anordnung von oben. Ja, so dieses, genau. dieses typische, ich denke hier bloß nicht selbst, lass mich in Ruhe, das wurde mir befohlen. Das dürfen also, die auch nicht also, sagen. Diese schlimmen Ausreden, ja. Wie gesagt, 5 Minuten später war dieses Scheißgitter auch weg. Also, sie machen es halt einem auch schwer, ne? Ja, natürlich. Dafür sind sie doch da. Die sind ja nicht da, um dich freundlich zu begrüßen. Nee, aber ich meine so das Ganze, das... Also vom Selbstverständnis her waren sie das noch nie. Der, keine Ahnung, der Verein hätte dann dem Ordnungsdienst ja dann auch sagen können, wenn die denken, wir machen das so wie immer, hätte auch sagen können, heute ist da freier Durchgang, da steht kein Mannschaftsbus und wir machen hier ein Fanfest, kommt bitte alle rum. Ich stehe hier bei jedem Heimspiel, da bleibe ich jetzt auch hier. Ja, genau. Also, das... da gewinnst du halt nicht unbedingt ja. neue Leute, die jetzt dann halt mal zu so einem Spiel halt mal kommen. Ne? Nee, also meine Geschichte mit dem Ordnungsdienst war nur wieder, dass ich beim Reingehen, beim Abtasten wieder im Prinzip Geschlechtsverkehr hatte. Und wie war's für dich? das sind so die Sätze, weißt du, wenn das meine Mutter jetzt hört, dann ist die auch ganz stolz auf mich. So. Wenn ich so on air sage, hatte ich Geschlechtsverkehr im Stadion. Ey, weißt du, wie du da abgetastet wirst? Das Ehrlich? Ist ein scheiß Testspiel vor der Saison. Und da sind sich noch nicht mal, ich meine, die Eintracht und Wien, die sind jetzt auch nicht böse oder so. Also du einzeln vielleicht, aber ja. sonst, die Fans tun sie ja nichts. Also es gibt ja auch genug, die irgendwie zu beiden Vereinen gehen oder ja, beide Fall. Vereine auch okay finden. Die ja. tun sie auch nicht weh im normalen Ligabetrieb. Ja. Und da dann irgendwie so tun zu müssen, als müsste man da irgendwie so, weiß ich nicht, an jede Hautstelle kommen, das muss nicht sein. Das ist Quatsch. Das ist eklig. Mir habe ich ja auch schon 100 Mal erwähnt, mir ist es auch wurscht, ob das eine Frau oder ein Mann macht. Das ist immer eklig. Ja. Ja, die brauchen dann nicht so tun, als wie, ja, sie sind ja von der Frau abgetastet worden, da ist es ja okay. Nein, das ist scheiße. Ja. Und das ist mir jetzt, das was mir jetzt am Wochenende mal wieder unangenehm aufgefallen ist. Wahrscheinlich beim nächsten Mal nehmen sie mir wieder meinen Stoffbeutel weg. Wenn der nicht größer ist als A4, dürftest du mit reinbringen. Ja, hast du mal einen Turnbeutel gesehen, der kleiner ist als A4, dann brauche ich auch keinen mitnehmen. Meine Hosentasche ist A4. Okay. Ja, das wäre das. Schöner Ausstiegssatz eigentlich. Genau. Meine Hosentasche ist A4, da passt das Smartphone rein. Auf das Smartphone kann ich mir die neue Folge von unserem Podcast laden. Du hast kein Smartphone, du hast bestimmt ein Fablet. Ein was? Ein Fablet. Diese riesen, das war doch mal eine Zeit lang so eine Welle mit diesen riesen Smartphones, die so fast groß waren wie so ein Tablet. Fablet. Fablet, das klingt ja. irgendwie so dass ich so Beatles-Fans so nennen. So. Ich bin Ach so. Ein Fablet. Ja, warum nicht? Aber ich würde sagen, damit haben wir auch unseren Sendungstitel gefunden. Ja. Neue Folge Popmillionäre gibt es übrigens auch. Neue Folge Popmillionäre. Ja. Leute, hört grad die bei den Popmillionäre. Beatles. Bitte? Wo wir gerade bei den Beatles waren. Genau. Ah, richtig. Podcast-Empfehlung. Ah, das müssen wir ah, noch. Ah, das war knapp. Ja, das war knapp, aber was hilfst du mich jetzt hier auch nicht nach? Nein, ich war tatsächlich auch mit überrascht. Natürlich. Okay. Genau, wir hatten beinahe vergessen, darauf hinzuweisen. Wir waren gestern zu Gast bei dem Podcast Neues von der Pommesbude. Die haben, ich glaube, das sind, was sind das, Kaiserslautern-Fans, ne? Obwohl sie sich nicht so anhören. Ja, aber sie haben uns glaubhaft versichert, dass sie welche sind. Ja, genau. Aber auch der Titel Neues von der Pommesbude klingt jetzt auch eher nach Robot. Also aber ist auch egal. Mit dem Titel könntest du es eigentlich auch zu jedem Podcast einladen. Ja, da ja, hätten wir auch was über Maschinenbau erzählt. Ist ja völlig wurscht. Ja. War jedenfalls sehr nett. Wir durften ein bisschen was zum SVW und unsere Erwartungen an die Saison und so weiter erzählen.
Ihr müsst jetzt da nicht unbedingt wegen uns einschalten, das habt ihr jetzt hier sowieso viel ausführlicher gehört, aber die haben natürlich auch noch die Podcasts und Fans von anderen Drittligisten zu ja, gleichen Gesprächen eingeladen. Ich weiß nicht, wie viele jetzt tatsächlich mitgemacht haben, aber es werden einige sein und das ist bestimmt ganz interessant, so als Saisonvorschau mal von allen Vereinen oder von vielen Vereinen mal zu hören, was da so in der Fanszene oder was da so im Umfeld los ist, wie so die Selbsteinschätzung ist, was man da von der Saison erwartet und so. Das werden wir dann auf unseren üblichen Kanälen dann verlinken und verbreiten, was haben Sie wenn er erscheint. Angepeilt haben Sie so Freitag? Genau. Also jetzt so zum Startwochenende? Also, sobald es da ist, hauen wir es raus. Wir nehmen hier gerade auf am Mittwoch, das heißt, das erscheint am Donnerstag. Vielleicht sind die dann auch schon da, dann packe ich es direkt mit in die Shownotes. Ansonsten schaut einfach mal hier bei uns auf Twitter und auf Facebook nach, bei Stehblock. Da wir haben jetzt übrigens eine dreistellige Anzahl Facebook-Fans. Wir sind jetzt bei 100. Ja, richtig. Wunderbar. Und genau. Wehe, jemand springt ab, wenn er das hört. Ja. Komme ich persönlich vorbei. Genau. Vielen Dank. Ihr könnt mir auch unter Stehblock bei Instagram folgen, wobei das bisher jetzt eher nicht Fußball bezogen war, sondern eher so, ich habe jetzt ab und zu mal ein Urlaubsfoto gepostet. Wer sowas möchte, gerne. Wer den Gunnar mag. Wer den Gunnar mag und Urlaubsfotos gucken mag, der so das eine oder andere habe ich da mal gepostet. Genau. Du bist auch bei Instagram als natürlich, Sonja Riegel, Sonja genau Riegel. Wie dein Twitter-Handle, ne? Genau. Ja. Genau. Soll man dir auch bei Facebook folgen? Soll man dich liken? Das kann man machen, aber ich glaube, da ist Twitter. Darf man dein Freund sein? Man darf auch mein Freund dein sein. Facebook-Freund. Aber ich glaube, dass ich bei Twitter ein bisschen mehr ja. Emma raushaue als bei was Facebook. Und deine Musikaktivitäten, machst du die auf MySpace? Geil, jemand kennt noch MySpace. Ja. Welche Musikaktivitäten? Ja, ich, keine Ahnung, also halt dir dein Bleistiftrocker und deine Popmillionäre und ja, so. Ja, aber Bleistiftrocker ist ja eine Website. Also. Ja, kann sein, dass du da vielleicht auch noch irgendwie hier so bei Google Plus aktiv bist oder so. Ich habe tatsächlich einen Google Plus Account, sogar auch einen persönlichen, auch einen ja. Für Bleistiftrocker gemacht. Aber Google Plus ist so, da kriegt man so. Wer kennt wen dann und so. Genau. Da kriegst du wirklich so. Einmal im halben Jahr kommt so eine Mail, dich hat der und der bei Google Plus hinzugefügt und ich zuck dann immer zusammen. Ich denke so, oh Gott. Das habe ich schon lange nicht mehr bekommen. Also ich bin da halt auch, ich meine, das hast du ja im Prinzip automatisch, wenn du einen Google-Account hast. Oh Gott, ein Wahnsinniger. Er lauert dir irgendwo auf. Da ist jemand bei Google Plus. Aber ich habe da auch echt schon nicht mehr reingeguckt. Das gibt's schon noch, aber das nutzt kein Mensch mehr, oder? Ja, das ist ja auch mit diesen ganzen Google-Konten verknüpft. Ja, ja. Und die brauchst du ja auch für alles Mögliche. Also ja. Das gibt's schon noch, ist alles noch. Es nutzt nur keiner. Es hat sich ja nie durchgesetzt. Ja, wie das so ist. Ja. Gut, dann haben wir noch irgendwie einen Rausschmeißer. Jetzt haben wir über aussterbende Netzwerke geredet. Genau. Mach doch nochmal Musik. Machen wir nochmal Musik. Dann, nachdem wir heute ins Gute noch nicht gehört haben, dann gibt es den jetzt zum Abschied. Und damit verabschieden wir uns in hoffentlich nicht allzu weiter Ferne. Wir peilen mal oder wir hoffen mal, dass wir uns vielleicht schon so in etwa 2 Wochen wieder hören. So. Versuchen wir es mal. So nach dem zweiten Spieltag. Wir nehmen uns das mal vor. Ja. Also, bis dahin. Tschüss. Ciao. Du.